Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Könnt ihr ein bisschen mitsingen, wenn ihr wollt. Er kann so schon. Sexy, ja. House of Rising Sun. So house in your Ja, und genau. So weiter und so weiter. Herzlich willkommen. Wer nimmt mir das Keyboard ab? Das Keyboard, du kennst es gar nicht. Nimm mir das Keyboard ab. Herzlich willkommen zur inzwischen schon, wow, zweiten Folge von Vier Flaschen, dem Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wir sind wieder da. Es ist keine fünf Tage seit der letzten Aufzeichnung vergangen. Und es gab viele Fragen schon. Es gibt viele Fragen schon nach dem ersten Wein-Podcast. Erstmal haben und mich viele gebeten haben gesagt, ihr müsst euch noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Gerade der Michael, der kommt so sympathisch rüber. Tatsächlich. Ja, die Leute haben gesagt, du kommst sympathisch rüber. Schön. Ja, das ist schön. Mein Schwager nicht, weil dessen Wein. Nein, egal. Nein. Michael, ich fasse es nochmal zusammen. Michael klingt wie so in so einer Selbsthilfegruppe gerade. Der Michael, also Michael, ist Chef eines exklusiven Hamburger Clubs, kann man sagen. Eines Clubs für Mitglieder, direkt mit Alsterblick. Wunderbar. Du bist in einer österreichischen Gastronomenfamilie aufgewachsen, quasi mit Weinen an der Muttermilch aufgezogen. Du verkostest für den Falstaff. Falstaff? Falstaff. Falstaff. Magazin, das Weine bewertet. Teilweise 100-120 Weine am Tag. Ja. Und wir haben festgestellt, du kennst ganz, ganz viele Sommeliers und viele Sommeliers kennen dich. Ja, und, ist es so. Ja, so ist es. Also das ist der Michael, der leider schon, Axel, ich muss es sagen, die meisten Fans hatte. Mhm. Axel muss man vorstellen. Axel ist eigentlich gecastet worden als der Techniker, der nur Bier trinkt. Und hat so getan, hat dann am Anfang gesagt, ihm schmeckt der Wein nicht, Michael, und dann, ich habe, glaube ich, bei 10 Gläsern aufgehört. Ja, Axel hat sich richtig hat reingestellt. Beim ersten Mal bei 10 Gläsern. Ich dachte, ich soll das. Ja, und es kam Fragen von einer älteren, ich weiß nicht, ob es älteren Leserin war, ob wie denn der liebe Axel nach Hause gekommen ist. Okay, ja, mit der Bahn. Mit der Bahn. Mit der Bahn. Ganz ehrlich, anders wäre es auch nicht gegangen. So, also der Michael ist der kundige Kenner, den wir in unserem Vorspann beschreiben. Der Axel ist der Techniker, der eigentlich nur Bier trinkt, außer wenn er in diesem Podcast die Technik bedient. Ja, und ich bin Lars, der Lars. Als der lustige Liebhaber, da sind auch Missverständnisse aufgekommen. Also ich hatte ja gesagt, ich würde 2 bis 3 bis 8 Flaschen jede Woche in Altglascontainer bringen. Da sind natürlich auch Apfelsaftflaschen dabei und Milchflaschen und so. Also ich bin ein großer Liebhaber von Weinen und meine Rolle ist eigentlich, jedes Mal hier keinen besonderen Wein, sondern irgendeinen Wein mitzubringen, den wir hier trinken. In der Regel einen Wein, den ich selbst geschenkt bekommen habe. Das ist das Prinzip von Vier Flaschen. Auch das haben nicht alle verstanden. Das ist auch gar nicht so einfach zu verstehen. Das Prinzip von Vier Flaschen ist nicht, dass wir Vier Flaschen sind, wobei es schon Angebote gibt von Leuten, die gerne in den Podcast kommen würden und auch mal eine Flasche mitbringen würden, was ich ganz witzig finde. Also auch der eine oder andere prominente Name sagte, Mensch, wann ist das? Kann ich mal vorbeikommen? Und die Idee, dass der Michael mal meinen Wein kostet, um zu sagen, ist es eigentlich ein guter Wein? So habe ich gesagt, ja, da kann man auch auf die Schnauze fliegen mit, habe ich aus eigener Erfahrung. Also das Prinzip ist 4 Flaschen. Wir testen also 4 Flaschen. 3 bringt der kundige Kenner, in dem Fall der Michael mit. Mhm. Und eine darf ich mitbringen. Ich habe heute 2 mit und wir müssen mal gucken, wie der Tag so verläuft. Und den Podcast umbenennen dann in 5 Flaschen. In fünf Freunde, 5 Flaschen. Ja, und man soll viel über Dings lernen, über Weine lernen. Und im Studio steht ein Keyboard, keiner weiß warum. Wenn es langweilig wird, spiele ich Keyboard und wir singen. So, habe ich jetzt alles gesagt? Jungs, ja. Ja. Ich glaube ja. Also hast du eigentlich die gleichen Klamotten an wie letztes Mal, Michael? Ja. Das ist, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee. Komplett was anderes. Krawatte, Weste. Das ist meine Arbeitsuniform tatsächlich. Einer fragte noch, ob, das sollten wir nicht jetzt machen, Axel, ob du im Laufe, das sagte jemand, der das auf Video gesehen hat, ob du im Laufe, da muss man auch sagen, viele haben gesagt, wieso haltet ihr irgendwas in die Kamera bei einem Podcast? Muss man sagen, es gibt diesen Podcast sowohl als Podcast, als Audio-Podcast, als auch? Als Video. Genau. Und da hat eine Axel gesehen und hat gesagt, ob Axel irgendwann mal die Mütze ablegen könnte. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also, auf jeden Fall nicht in dieser Folge. Also, 4 Flaschen. Obwohl, wer weiß. Es geht los. 4 Flaschen.
Michael, ja, du hast schon viniert. Ja, ich habe schon viniert, genau, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Nochmal zum letzten Mal, hat euch das gut gefallen, so, was ihr da getrunken habt? So, hat euch das inspiriert schon mal ein bisschen oder hat euch das verändert in eurem Trinkverhalten in den Tagen jetzt dazwischen? Also es hat mich direkt dabei verändert, aber als Biertrinker, also ich bin immer noch Biertrinker am liebsten, aber der Wirkungstrinker, Wein, Wirkungstrinker, ja, ja, genau, ja, genau. Aber der Wein war schon lecker, also okay, das muss ich schon sagen. Also dafür, dass es Wein war, war es schon ganz lecker und der letzte war am besten, fand ich. Okay. Der letzte war schon sehr gut. Der letzte war vom Schwager, glaube ich. Nein, der vorletzte. Und was ich interessant war, war ja, das haben wir alle gar nicht gemerkt, als wir weggegangen sind, bildete sich ja vor dem Podcast-Studio so eine Traube von Traube von Menschen, die ich hier in der Redaktion, wo wir das aufzeichnen, lange nicht gesehen hatte. Und die saßen alle ganz selig dann mit einer der vier Flaschen an ihren Bildschirmen und haben die ausgetrunken. Tatsächlich, Wein verbindet einfach. Das ist wirklich ja so. Das hat man da auch schon gespürt. Und sofort kam man ins Gespräch und meinte, oh, dann kenne ich und den Themen kenne ich und Dönhoff kenne ich. Und ist ja lustig. Also von daher war bestimmt die erste Auswahl so ein bisschen für jeden was dabei. Und heute habe ich schon ein bisschen speziellere Weine vielleicht auch mitgebracht. Wir wollen uns ja auch steigern. Wir wollen ja auch was lernen und uns weiterentwickeln. Absolut. Und, man ist natürlich rausgefordert. Ich habe natürlich gedacht, was bringe ich heute mit? Das glaube ich, ja. Und das war ganz lustig, wir haben tatsächlich zu Hause so ein Regal, wo alle Weine, die man mal geschenkt kriegt, das ist ja so schlimm. Wir können im Laufe des Gesprächs, wenn man irgendwo hingeht, schenkt man ja immer einen Wein. Hm. Und wir können ja gleich mal gucken, wonach bei euch diese Weinauswahl erfolgt. Ich sag's ehrlich, bei uns ist oft so, den trinken wir sowieso nicht, dann verschenken wir ihn. Ja. Was ja ein bisschen doof ist, oder? Ja, naja. Ich finde, probieren sollte man es. Ich meine, hoffentlich hat man Menschen, die einen mögen, die einem was schenken. Ich meine, das vom Schwager war doch okay. Das war okay. Genau, also von daher. Wir gucken mal. Also genau. Was hast du mitgebracht? Das Problem ist nur jetzt zu dem geschenkten Wein, ich schenke nebenbei schon mal ein, dann hast du nur eine Flasche. Und wenn das schmeckt, dann ist vorbei, weil meistens kriegt man nur eine Flasche geschenkt. Und das finde ich ist meistens ein bisschen schade. Also. Axel, willst du denn wieder mitprobieren oder heute mal aus Pause? Ja, ich probiere mal mit, aber vielleicht auch immer nur ein Glas. Ja. Aber die Bahn fährt heute auch, also von daher. Oh, der riecht schon gut. Der riecht schon gut vom... Genau. Ich habe mitgebracht einen Wein vom Weingut Schwedhelm aus dem Zellertal. Das ist Österreicher nicht zu verwechseln mit dem Zillertal, ganz aus dem nördlichen Teil der Pfalz. Und die Rebsorte ist ein Weißburgunder. Ein Weißburgunder und ein schönes, das kann man jetzt ja nur sehen, wenn man es sieht und nicht, wenn man es hört. Da ist ein Gemälde drauf, oder? Vom Zellertal. Tatsächlich ist das die Landschaft. Okay. Genau. Und, mit dem Kreidefelsen? Ja, so Kalk. Kalk? Kalk, genau. Und wenn ihr euch noch an den letzten Podcast erinnert, da habe ich eben erklärt, die unterschiedlichen Stufen. Und das Weingut macht es so, dass sie quasi, jetzt haben sie die ganze Region drauf. Na, das ist der Gutswein und dann haben sie nur den Ort drauf und dann haben sie am Ende nur die Lage drauf. Und du erkennst also schon am Bild genau, ob der Wein jetzt aus der großen Region kommt oder aus einer einzelnen Lage. Was mir übrigens nach dem letzten Podcast, nach dem ersten Podcast aufgefallen ist, gestern war ich in einem Hotel und dann sah ich tatsächlich jemanden, dem wurde ein Wein eingeschenkt und dann schwenkte der erstmal. Die ganze Zeit. Er war der Einzige am Tisch, der schwenkte. Wollte, glaube ich, so eine Frau ein bisschen. Aber der schwenkte richtig und steckte immer die Nase rein und schwenkte. Mhm. Da habe ich schon gedacht, wow. Ja, das vielleicht hat den kann man eine Frau beeindrucken. Also wir schwenken jetzt natürlich für die, die es nicht sehen können. Genau. Wir schwenken auch. Du schwenkst so. Wie machst du das? Du nimmst zwischen Daumen und Zeigefinger und stabilisierst unten mit dem Mittelfinger. Genau so ist das, ja. Genau. Also Daumen und Zeigefinger unten mit dem Mittelfinger. Genau, und die anderen zwei kleinen Finger gehen dann wieder vor. Dann, ne? Ich habe nur einen kleinen Finger. Ist das ein von Nachteil? Ja. Das ist ein Nachteil in deiner Physis. Aber, ja, es geht so schnell bei dir und das kommt so hoch auch, ne? Also, ja, das ist, bei mir sitzt auch komisch. Bei mir sitzt auch komisch. Also gut. Naja, ich glaube, wenn du zum Beispiel kriegst du einen Wein eingeschenkt zum Probieren, ja, und dann schwenkst du ihn. Und Champions League ist dann schon, wenn du den gar nicht erst probierst, sondern an der Nase gleich sagst, der ist gut, sie können gerne einschenken. Na, dann zeigst du also so ein richtiges Kenner. Hat er auch gemacht gestern, ja. Ganz an so eine Pfütze eingeschenkt. Ja, sehr cool. Ja, ja. Schenken Sie ein. Genau. Schenken Sie ein. Das ist arrogant, man kann es vielleicht auch, aber im Prinzip ist das so, wenn du also gar nicht probierst. Ist mir schon mal passiert. Kein Fehlton gerochen, wunderbar. Ich sage, schenken Sie ein, er schenkt ein, ich nehme im Mund. Ich denke so, oh Gott, da ist was komplett faul. War natürlich sehr peinlich. Also ich versuche jetzt eigentlich auch immer zu probieren. Man traut sich doch nicht, wenn einer sagt, probieren Sie mal. Habe ich, glaube ich, einmal bisher gesagt, mag ich nicht. Und man denkt so, ja, ach, na gut,
Da hat man das Gefühl, man kriegt gleich die Flasche. Ja, man denkt so irgendwie, ja, der hat sich ja Mühe gegeben. Aber ich habe auch tatsächlich nie dieses Schwenken gemacht. Hm. Und dann schmeckt der Wein tatsächlich, wenn du einschenkst, ist es so, wenn du einschenkst und probierst sofort, schmeckt der. Du kriegst einfach weniger mit von der Aromatik und gerade jetzt hat er auch wieder einen Schraubverschluss, das ist sehr, sehr dicht, sehr kompakt, wenig Austausch mit außen und von daher schwenkt man ein bisschen, um den einfach auch ein bisschen aber Luft zu geben. Aber hattest du das schon mal, dass du gesagt hast, nee, den möchte ich nicht haben? Dass du einen Fehlton hast, ja, ich meine, erstmal ist Kork das große Ding, in der Regel beim Schraubverschluss passiert das nicht, wobei es kann das auch schon geben, wenn das, was reinkommt, einfach schlechte Qualität ist, aber das sollte schon vorher überprüft werden. Beim Kork kann es schon sein, dass du natürlich reinriechst und sofort sagst, oh, das trinke ich nicht. Das ist und dann hast du gesagt, nee, den möchte ich nicht haben? Nein, er sagt, der ist nicht in Ordnung. Ich meine, das passiert natürlich auch bei uns im Club schon mal, dass jemand sagt, oh, der Wein ist nicht in Ordnung und ich sage, aber der ist in Ordnung. Großes Problem. Okay. Und dann der kostet Gast die Flasche ein paar hundert Euro. jetzt haben wir sie aufgemacht, jetzt trinken sie. Genau, ja. Sie haben bestellt, sie bezahlen auch. Und dann, wenn ich dann mir sicher bin, dass der Wein so schmeckt, dann sage ich schon, naja, das ist wirklich so. Das ist kein Fehler, sondern wir könnten jetzt die nächste Flasche aufmachen. Das mache ich gerne. Und wenn die ganz anders schmeckt, dann nehme ich die erste von der Rechnung. Wenn der aber wirklich genauso schmeckt, dann haben Sie zwei offene Flaschen von einem Wein, die Sie gar nicht trinken möchten. Entscheiden Sie. Geschickt. Ja, na. Wenn jeder sagt, Mist, nee, überkommen. Ja, genau. Ausgefingelte. So, Weißburgunder. Genau. Also nach dem Grauburgunder kommt jetzt der Weißburgunder. Für mich ist das generell immer eine Rebsorte, die eigentlich zum Essen sehr, sehr gut geeignet ist. Spannender noch als der Grauburgunder, weil er ein bisschen leichter ist. Die Farbe ist ein bisschen heller immer. Die Weißburgunder-Traube ist einfach also die, viel heller als die Grauburgunder-Traube, die eigentlich fast schon wie eine Rotweintraube aussieht, kurz vor der Ernte. Wenn jetzt reinriecht, wir haben immer uns abgemacht, dass wir erst riechen, ne? Bevor wir Ich habe noch nichts getrunken. Aber kann man eigentlich auch so an dem Wein, der da so runtergeht, irgendwie was sehen? Also, wenn das so ölig aussieht? Oder? Gut, was soll man da sehen? Banale Biertrinker. Ja. Daran kann man sehen, dass es was drin ist. Na, die Dichte, also die Geschwindigkeit, wie das dann hier abfließt, umso dichter oder umso mehr Alkohol, umso quasi kräftiger ist auch der Wein. Er hat was Perliges. Ist es ein bisschen perlig? Es hat fast was. Ja, das ist auch ein junger Wein wieder und das ist im Schraubverschluss. Genau. Deswegen meinst du diese Kohlensäure? Ist wieder 2018. Also genau, ist 2018, ja. Du bringst nur im Moment nur so 2018 damit? Ist es irgendwie nur so? Also ich weiß ja nicht, mich hat auch jemand angesprochen, so, du sagst ja gar nicht, wo du es kaufen kannst und so weiter. Wenn ich jetzt irgendwas mitbringe, was älter ist, das gibt es ja nun schon überhaupt nicht mehr zu kaufen. Das stimmt. Deswegen das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Jetzt so eher noch etwas, was man wirklich noch kriegen kann. Also wenn du reinriechst, finde ich, ist es so. Ganz leicht, ich habe erstmal so einen ganz leichten Honigton und dann habe ich so ein bisschen was Gelbfleischiges, vielleicht gelbe Äpfel. Gelbe Äpfel? Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie die Sorte heißt, diese gelbe Äpfel mit diesen dunklen Punkten. Also nicht gelbe Äpfel mit gelbe dunklen Punkten? Mhm, genau, von außen die Schale, ja. Die sind meistens auch relativ mehlig. Bei uns gab es die immer zu Hause, aber genau danach riecht das. Sind das nicht so vielleicht schon angeschimmelte, also vergammelte? Nein. Warum riecht das eigentlich immer nach anderen Früchten als nach Trauben? Ja, das ist die Aromatik, die eben diese Lage hergibt. Zum Glück, weil sonst wäre es ja sehr monoton. Sonst wird es immer nach Weintraube schmecken. Genau, ja, der schmeckt aber sehr nach Weintraube. Oh, der aber auch. das ist schon die Idee. Und dann hast du hier auch gleich, finde ich, in der Nase schon, riechst du eine Kühle. Ich weiß gar nicht, kann ich das so vermitteln? Ja. Mhm, cool. Also dieses, also ich wollte sagen, prickelnde, wie so ein, also jetzt gibt es aber ganz, ich will nicht sagen, wie so ein Bergbach. Aber wenn ich reinhalte, oder es ist so ein bisschen auch, wenn ich, ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich bin ja nur der lustige Liebhaber der Weine. Oder wenn ich so reinhalte, so ein bisschen, also, ob ich, pass auf, als ob ich die Tür eines Kühlschranks aufmache. Mhm. Es ist ein heißer Sommertag, ich mache die Tür eines Kühlschranks auf, es liegt jetzt kein Fisch da drin, sondern und man spürt diese Kühle. Ist genau was für mich, glaube ich. Also ich muss ihn, glaube ich, gar nicht trinken. Mhm. Aber und weiß, dass ich ihn zurückgehen lasse. Ich beschwöre mich. Trinkst du, wenn du bist der Riesling-Trinker, hast du dich ja schon geoutet. Das wird ein Wein sein für dich auch. Weil die machen auch vor allem Riesling, ja, ein bisschen Weißburgunder, ein bisschen Chardonnay. Und die Lagen sind sehr, sehr gut für Riesling geeignet. Und das Zellertal ist noch relativ unbekannt, aber viele, auch prominente Winzer aus der Pfalz oder von der Mittelhart, haben sich dort Weinberge gekauft, weil es eben deutlich kühler ist. Okay. Ja, und weil natürlich Global Warming auch dort eine Rolle spielt, die einfach sagen, wie schaffen wir die Weine
straffer und kühler zu halten. Und deswegen werden wir noch viel davon hören vom Zellertal. Sehr gut. Okay, jetzt trinken. Auch der banale Biertrinker. Vielleicht erstmal nur einen kleinen Schluck. Man ist ja schon froh, dass er. Beim ersten Mal hat er ihm die Zeit schon nachgeschenkt. Mhm. Brauchst du den Spucken ab? Mhm. Schmeckt für mich, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese gelben Äpfel mit den schwarzen Punkten. Krass, für mich auch. Wahnsinn. Ja, ganz, darf ich sagen? Wie ein Bergbach. Nee, ich finde das jetzt nicht mehr. Aber es ist ganz sehr mild. Ich habe auch so ein bisschen Litschi oder so, ein bisschen eine leichte Exotik. Eine leichte Exotik, stimmt. Stimmt, das ist geil. Mega, wenn du mich da quasi mir da recht gibst, das freut mich. Dann fühle ich mich gleich besser. Aber stimmt, diese Kühle in der Nase ist jetzt nicht so eins zu eins, wo du das... Fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist jetzt ein bisschen warm geworden, der Wein, aber das ist ja sowieso, glaube ich, meine große Phobie, dass der Wein zu warm sein könnte. Aber ich freue mich, dass wir richtig zusammensitzen werden. Ich war schon richtig, ich hatte schon was vermisst. Das war also... Ich war schon richtig durstig. Nein, ich habe wirklich... War gut. Ja, schockt wieder, ne? Weißt du, was am Ende hat, ist dann tatsächlich, wenn du den Apfel schälst und nur die Schale hast und die Schale dann isst, was man meistens nicht macht, weil es unsexy ist, aber wenn du so einen Kuchen machst oder die Schale, und das hat es dann, weil es ein bisschen was Herbes auch hat und das gibt aber dem Wein auch Spannung, wenn es so eine leichte Bitterkeit hat über diese Schale, und von daher, ich meine, der Wein kostet, was kostet der Wein? 10er. Ja, der Wein kostet 10er, ziemlich genau, ja. Und das waren zwei Brüder, die haben das erst vor ein paar Jahren übernommen von den Eltern. Und ich finde echt, dass das ein blitzsauberer, ganz feiner Weißburgunder ist und den man auch nicht so schnell über hat. Also da kannst du wirklich wunderbar einen Abend auch trinken. Bringt auch die alte Regel 1, 2, 3 zählen. Mhm. Bleibt lange, der Geschmack bleibt lange. Du hast gerade gesagt, die machen gern Ries oder besonders Riesling. Ja. Das heißt, jeder Winzer konzentriert sich irgendwann auf eine bestimmte Sorte? Also tatsächlich im Ursprung ist ja, und da wird ja auch schon seit langer Zeit Wein angebaut, da gab es natürlich irgendwann mal Vorfahren, die gesagt haben, eigentlich unsere Böden und das Klima eignet sich besonders gut für Riesling. Okay. Ja, und dann kommen die nächste Generation und die nächste und irgendwann hat sich das so gezeigt, dass der Riesling da besonders gut wächst, gut schmeckt. Ja. Und von daher kommt man mittlerweile immer mehr back to the roots, dass man sagt, das ist etwas, was in unserer Region ganz stark ist. Der Riesling hat auch international das stärkste Renommee und deswegen versuchen die meisten Winzer schon auf diesen Böden, in den kühlen Lagen. Es ist relativ südlich gelegen, dieses Zellertal. Da hat viel Sonne, aber es kühlt halt extrem ab in der Nacht. Und wenn du diese Temperaturschwankungen hast, dann bleibt diese Frische erhalten. Also die Trauben können sich richtig erholen in der Nacht, es kühlt runter. Und je größer diese Temperaturdifferenz von Tag und Nacht ist, eigentlich umso frischer sind die Weine. Sehr gut. Sag mal, jetzt mal ganz dumme Frage. Die wollte Axel stellen und hat mich gebeten, sie zu stellen. Ja, ich habe ihn nicht getraut. Ganz doof. Weißburgunder, Riesling und so. Das sind einfach andere Trauben? Genau. Ja, genau. Achso, gut. Puh. Ja, also. Hast du gehabt, Axel? Ja, war richtig, ja. Genau. Ganz gute Frage. Also der Weißburgunder. Aber wie heißt die Traube zum Weißburgunder? Gibt es da einen Namen? Oder heißt die Traube heißt Weißburgunder. Die heißt Weißburgunder. Genau, ja. Okay. So wie das war die Grauburgunder, jetzt Weißburgunder. Und die sind natürlich sehr verwandt und wahrscheinlich sind die irgendwann ist aus dem Grauburgunder der Weißburgunder gekommen. Man wusste lange Zeit gar nicht zum Beispiel, dass Weißburgunder ist, sondern hat gedacht, Chardonnay. Weil die sehen sich ziemlich ähnlich, die Trauben so am Weinstock. Ja. Das ist vielleicht 100 Jahre erst her, dass es eigentlich Weißburgunder gibt, dass man gemerkt hat, ist doch noch ein bisschen anders als der Chardonnay. Also sehr ähnlich gehört aber dann zur Burgunder-Familie. Also Weißburgunder heißt ja Burgunder, Grauburgunder heißt ja Burgunder, Chardonnay heißt nicht Burgunder, aber gehört zur Burgunder-Familie. Ah, sehr gut. Ja. Gibt es noch mehr Grau- und Weißburgunder? Weiß sind sie beide. Ja, es gibt den Spätburgunder. Spätburgunder? Ja, der ja auch das Burgunder, und dann gibt es den Frühburgunder. Es gibt auch rote Burgunder?
Gibt es rote Burgunder? Ja, Spätburgunder ist ja ein roter Burgunder. Genau, weil, genau, wollte Axel wissen noch, weil das also, ja. Axel ist ja so neugierig. Ja. Ja, er traut sich aber nicht. Weil ja, aber gibt es so Charakteristika? Kann man sagen, das ist eher das und das schmeckt eher säuerlich und das eher. Ja, es gibt so ein Grundgerüst, wie du sie einschätzen würdest, aber man muss jeden Wein für sich dann schon sehen. Also ich halte auch wirklich an der Stelle, muss ich es loswerden, wenig von Leuten, die sagen, also Weißburgunder mache ich so gar nicht. Weil es gibt Weißburgunder, keine Ahnung, im Holz ausgebaut, Weißburgunder halbtrocken, Weißburgunder aus der kühlen Nordpfalz oder Weißburgunder aus den warmen Baden. Von daher finde ich, kann man das pauschal nicht sagen. Überhaupt nicht. Dein Glas übrigens als erstes wieder leer. Also den banalen Biertrinker zu bekennen, ja, das ist aber ich mein, eine Mission. Ja, das ist schön. Also wir werden das natürlich, wir wollen mal gucken in Folge 50, das ist ja erstmal das, ich mein, das Nahziel bis Jahresende. Also richtig nette Leute, die schenken dann nach, wenn ein Glas leer ist. Nee. Das war jetzt eine Aufforderung, das verstanden. Ja. Jetzt wollte ich ihm nachschenken. Ja, das ist total lieb, danke. Ja. Gut. Ja. Und was sind die anderen Familien? Also Riesling ist eine Familie für sich? Ja. Gibt es keine. Ja. Na, es gab keine Silvaner auch. Genau. Genau, das kennt man ja auch aus Deutschland. Na. Und du hast den Cabernet, also jetzt als Rebsorte, den Cabernet, den Sauvignon Blanc, der tatsächlich eine Abwandlung hat auch im Semillon. So einen Wein habe ich heute mitgebracht. Ah, ja, Semillon, schon mal gehört, genau. Ja, okay, cool. Also, Semillon, ne? Oder nicht? Falsch? Nicht so geschrieben. Ich habe mir den Satz ausgedacht, pass mal auf, der kommt jetzt. Lieber Lars Heider, ja. Schweigen, Werkscheider. Aber das ist sehr österreichisch. Ja, das ist sehr, sehr, genau, österreichisch. Ich habe früher übrigens, wenn mein Name sich ja mit AI schreibt, als Jörg Haider, den du ja auch gut kennst, der frühere FPÖ-Landesobmann von Kärnten. Ja, meine Heimat. Ich weiß, als der noch lebte, habe ich wirklich, das ist kein Spaß, jeder dritte Brief an mich war adressiert an Jörg Haider. Und ich war mal auf einem Podiumsdiskussion, da stellte mich der damalige Stern-Chefredakteur Thomas Osterkorn, war noch, ich glaube ja, stellte mich vor, freuen Sie sich jetzt, Chefin von Gruner und ja, Julia Jäckel wird heute befragt, exklusiv für Sie, von Jörg Haider. Ein Riesen, ja Wahnsinn. Und ich habe dann irgendwann, da war mir es zu viel, hat gesagt, haben immer Leute gefragt, sind Sie eigentlich mit dem verwandt? Und da habe ich einmal gesagt, ja, ist mein Onkel. Oh, der ist ja ein guter Mann, das sieht ja auch gut aus. Ja, ja, ja. Also das sind so Namensgeschichten, ja. War Jörg Haider Weintrinker? Wahrscheinlich. Österreicher? Kann ich gar nicht beurteilen. Er war mir im Restaurant meiner Eltern. Echt? Ja. Und er hatte, was er schon hatte, ich will das jetzt gar nicht politisch beurteilen, aber er hatte ein sehr, sehr gutes Menschengedächtnis. Okay. Und wenn du bei uns in eine Kneipe gehst und du sagst, Servus Josef gibt es dann in 17 Varianten, Beppi, Beppo, Seppi und so weiter, da hast du eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass du einen erwischt, der so heißt. Aber der kannte die Menschen und das hat den Leuten eben total gut gefallen und von daher. Mir dieser Wein auch sehr gut gefallen. Wollen wir Axel losschicken und schon mal den zweiten holen oder wie ist das da? Ja, mit dem Blick auf die Uhr. Was ist der zweite? Nicht schon vielleicht verraten. Erstmal holen oder macht das falsch? Der zweite kommt aus einem Land, das sehr schön ist. das reicht, glaube ich. Das reicht, glaube ich, für ihn. Der wollte es schwer machen. Ach Mist. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich es auch erst verstanden. Ja, aus einem Land, das sehr schön ist. Was machst du jetzt? Gehst du immer den Wein holen? Ja, du kannst mal drauf deuten, also links, ja, rechts, geradeaus. Genau, ja. Also das wäre jetzt. Aus einem Land, das sehr schön ist. Was soll das sein, Axel? Ich gucke mal. Worüber haben wir gerade gesprochen? Nein, ist der banale Biertrinker. Ja. Aber das Banalen müsste man vielleicht betonen. Na, das tue ich ihm unrecht. Sissi, soll ich so lange? Ich spiele noch nicht, oder? Ich weiß nicht, noch ist es nicht. Das war gut. Meinst du, Axel, jetzt ist er raus. Meinst du, er hat ein Alkoholproblem? Ja. Also sonst müssen wir ihn rausnehmen. Nein, nicht. Null. Also du musst immer vorsichtig sein, aber ich feiere das so ab, dass er selber auch Spaß dran hat. Und wenn du es trinkst, dann schmeckt es dir. Wenn dir nicht schmeckt, trinkst du es eh nicht. Und es wird auch bestimmt Weine geben mal, wo... Glaube ich nicht bei ihm, ehrlich gesagt. Ich glaube, ihm ist es völlig egal. Ja, aber je mehr du so in dieser Qualität trinkst, umso verdorbener wird natürlich auch dein Geschmack. Das ist, wenn du einen Führerschein machst. Ist das so? Ja, ich glaube, total. Du machst den Führerschein in einem Porsche. Ja. Ja? Und weil die Fahrschule hat nur Porsche, keine Ahnung. Ja. Und das erste Auto ist dann deinem Budget entsprechend ein Polo. Ja. Ja. Dann sagst du irgendwie so cool ist Polo ja gar nicht. Das andere war irgendwie schon besser. Stimmt. Wenn also dein erster Wein, den du jemals trinkst, ein Chateau Petrus ist, dann ist das ja dein Maßstab, weil du kennst ja nichts anderes. Also dann denkst du, so schmeckt okay. Also Wein. Ja, so schmeckt Wein. Stimmt. Ja. Und dann trinkst du einen einfachen Merlot aus Chile für 3 Euro und sagst, okay, nee, das andere war irgendwie viel besser. Ja, und dann bist du quasi
versaut. Umgekehrt, wenn er jetzt kommt und hat immer nur Bier getrunken, und ich habe das Gefühl, er hat nur hartes Zeug getrunken bis jetzt. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Er hat nur hartes Zeug. Du kennst ihn besser. Ich glaube, er hat nur hartes Zeug. Okay. Und das ist dann für ihn, dass er jetzt, ich finde, er macht sich gut, Axel, oder? Also ich hätte nicht gedacht, für einen Biertrinker, hey. Nee. Ich habe übrigens heute, wisst ihr was, ich habe einen Korkenzieher mit. Boah. Ich habe gedacht, wir haben gar keinen Korkenzieher. Ich habe von meinem eigenen Geld. Das ist interessant. Guck mal hier. Was ist interessant? Das ist interessant, die Flasche. Ja. Ist eine Burgunderflasche. Oh, ja, was heißt eine Schlegelflasche. Das wie, das gibt richtig, also die großen, es gibt, habe ich neulich gesehen, es gibt so solche Flaschen, die passen zum Teil, wenn man sie querlegt. Darf man Weine querlegen oder ist das doof? Nee, sollte man in der Regel, ja. Auch wenn man. Sie geöffnet sind? Auch wenn sie, wenn der Schraubverschluss gut dicht ist, kein Problem. Weil es gibt ja Weine, die zu lang sind für den Kühlschrank. Ja, klar. Ganz oft ist das. Das nervt auch. Ist auch ein Grund, mal es nicht zu kaufen. Ja. Geht mir auch so. Eigentlich schade. Weiß man ja, schade. Ja. Schlegelflasche ist das hier. Genau, warum so eine lange Schlegel? Flasche. Eine lange Flasche. Genau, ja. So eine lange Flasche. Und das ist eine Burgunderflasche. Das hilft auch ein Stück weit, jetzt zum Beispiel eine Burgunderflasche zu wissen, welches Glas nehme ich dazu. Ja. Würde man so ein Burgunderglas dazu nehmen, so eine Burgunderflasche. Und weil die meistens hier also ein bisschen runder ist, sagt man Burgund rund und das Burgunderglas ist ein bisschen bauchig rund, also okay. Burgund rund und Bordeaux hoch. Das ist keine Bordeaux-Flasche dabei heute, aber ich zeige euch die auch mal und jetzt zeige ich euch mit mal den. Rein. Also ich muss es immer erzählen, dass der Michael, der kundige Kenner, zeigt jetzt für die Leute, die es auf Video sehen, zum Beispiel auf YouTube, zeigt er den Film, die Flasche in die Kamera. In die Kamera, genau. Ah, sie und wird, jetzt das ist, du musst es nochmal sagen, was es ist. Also wir haben eine, genau, was ist es? Wir haben also jetzt auch wieder einen Weißburgunder, der heißt dann eben Pinot Blanc, in dem Fall vom Winzer getauft, so, obwohl es das gleiche ist. Ja. Also ich finde, dass sich vornehm anhört, Pinot Blanc. Mhm. Ich finde, hört sich billig an. Okay. Ja, es hört sich so ein bisschen an so wie Pinot Grigio. Und Pinot Grigio ist für mich jetzt so der Inbegriff von bring mir irgendein Fusel. Ja. Oder? Ja, sehr gut aufgepasst das letzte Mal. Nein, aber ich fand, es ist mir über die Jahre aufgefallen. Ja? Also ich habe ja gesagt, ich zu meiner Hochzeit ein Pinot Grigio und war ein großer Fan und fand den toll, den Wein. Und lade meine Frau immer einmal im Jahr zu dem gleichen Hochzeitsmenü, gibt es immer unterschiedliche Köche, aber die kochen immer das gleiche Menü und wir hatten am Anfang immer weiter diese Pinot Grigios. In der Zwischenzeit hatte ich aber angefangen, Weine zu trinken. Und stellte fest, mit jedem Jahr, dachte ich, oh Gott, was ist, den schlechtesten Wein trinkst du an deinem Hochzeitstag. Ja. Und dann haben wir eben gesagt, sie müssen diesen Pinot Grigio, die haben immer weiter bestellt, diesen Pinot Grigio nicht mehr bestellen. Ja, richtig. Warum ist Pinot Grigio, ist das so? Nein, ist billig. Nee. Nicht zwingend, aber ist Pinot Grigio ist Grauburgunder, gelernt, ja, letztes Mal. Genau, ja. Haben wir gelernt. Es ist halt nicht sehr spannend. Nee. Obwohl Grauburgunder hatten wir doch eben, Weißburgunder, aber es gibt ja spannende Grauburgunder. Ja, nicht so viele. Nicht so viel, okay. Das ist schon so. Aber es ist massenkompatibel, es ist ein Crowdpleaser, es ist dann nicht so viel Säure, ein Crowdpleaser, also der die Mengen begeistert. Ja, die man auch in Mengen trinken kann. Genau, ja, das kann man alle. Aber das ist ja, glaube ich, auch, das muss die einzige Botschaft dieses Podcasts sowieso sein, lieber ein für 10 als 4 für 2,50. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ich habe ja nicht studiert. Du hast nicht studiert? Nein. Ja. Oh, also vielleicht. Zwei, die nicht studiert haben in diesem Studio. Du auch nicht, oder was? Wir schwenken. Genau. Also jetzt müsst ihr schon mal am Anfang, für die Kaufentscheidung ist ja schon, was lese ich drauf? Genau, also Pinot Blanc. Pinot Blanc steht drauf, Ried am Zaum. Was heißt Ried? Ried, oh. Keine Ahnung. Dorf am Zaum. Ja, ne, Ried ist also die Lage. Ein anderes Wort für Lage. Achso, Ried. Auf österreichisch Ried. Genau. Ja. Also Ried, Doppelpunkt am Zaum, oder? Na, ohne Doppelpunkt am Zaum. Ried am Zaum, genau. Wenn es jetzt am Zaum könnte sein, es wäre der Ort, aber Ried am Zaum heißt, das ist also eine Lage, also ein Lagenwein. Ja. Okay, aber wieso heißt es am, das ist jetzt nicht am Zaun, oder? Das ist jetzt nicht die Rebe, die direkt am Zaun steht. Nein, am Zaum, das ist einfach so, historisch gewachsen. Okay, das weiß man auch, als wenn man, also ein kundiger Kenner ist wie du, weiß man, aha. Das ist von der Lage am Zaun. Genau, du stehst in der Lage und sagst, wo steht denn der Zaun jetzt? Weil offensichtlich muss es ja irgendwo am Zaun sein. Okay. Das ist am Aber Zaun. So hat jede Lage einen anderen Namen? Genau, und das ist alles historisch teilweise. Da wurde also schon also in der Römerzeit Wein angebaut. Heißt nicht nach dem Berg oder so. Nach dem kann auch noch den. Am Zaum. Zaum. Ja, Zaum. Zaum. Ja, gar nicht. Zaumzeug. Genau, am Zaum. Zaumzeug. Dann steht da drauf Syrli. Syrli, ja. Syrli ist auf Syr auf dem Bett. Hefe.
Auf der Hefe. Syrli auf der Hefe. Auf der Hefe. Auf der Hefe. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, der Winzer auch gesagt hat, ich nenne es Pinot Blanc, weil es auch noch Syrli und dafür gibt es. Mhm. Auf der Hefe wird, glaube ich, uncool sein. Also, oh, gib mir noch mal einen Schluck von dem auf der Hefe. Ja. Das kann jetzt so ein, ja. Aber was heißt denn auf der Hefe dann? Genau. Das heißt, der Wein wird gefüllt ins Fass und die Feinhefe bleibt oben drauf. Und dadurch wird der Wein ein bisschen cremiger, ein bisschen intensiver vom Geschmack und wird dann aus dem Fass direkt abgefüllt. Und der letzte Teil, wo die Hefe drauf ist, wird einfach nicht mehr verwendet. Okay. Ne? Und dadurch kann man dann, wenn man diese Hefe einmal umrührt, kann man eine höhere Cremigkeit erzielen. Man nennt das dann Batonnage, wenn man diese Hefe in den Wein wieder rührt und dann dauert es ein bisschen und der Wein setzt sich wieder ab und dann macht man das nochmal. Das wird aber bewusst zugeführt, Hefe? Nein, ist automatisch dann ja in dem Fass dann drin. Genau, die Kellerhefe oder so. Das ist alles die spontan. Da das heißt, wird spontan vergoren quasi. Okay. Dann entsteht der Prozess, Hefe. Genau, die Hefe ist da. Okay. Die Hefe ist im Keller oder wird zugefügt, eine Aromahefe oder eine eigene Hefe aus dem Keller. Und die wandelt ja den Zucker dann in Alkohol um und dann gärt das. Und wenn es eben durchgärt, das heißt, wenn die Hefe alles auffrisst, dann ist der Wein eben trocken. Und wenn sie nicht durchgärt, weil die Hefe keinen Bock mehr hat zum Beispiel, oder weil es zu kalt ist, die Hefe braucht ein bisschen Temperatur, dann bleibt sie einfach stehen und macht es vielleicht ein andermal weiter oder einen anderen Tag weiter. Und dann kannst du mit der Hefe eben als Winzer auch wahnsinnig großen Einfluss nehmen, wie der Wein schmeckt. Oder du sagst, ich mache das mit der eigenen Hefe. Ich habe schon vergessen, was war das jetzt? War das ein Weißburgunder? Nee. Das war auch ein Weißburgunder. Und deswegen war es für mich jetzt extrem spannend der für Vergleich. Euch. Zwei verschiedene Weißburgunder. Ja. Ja. Beides gleicher Jahrgang. Beides gleich viel Alkohol. Beides super. Das ist ja unerheblich. Gleich viel Alkohol. Ich weiß, dass ich eins hasse, sind es die Leute, die dann gucken und sagen, was steht da hinten drauf? Geht mir genauso. Krass. Ihr wisst ja, ich habe den Vorteil, dass ich den Podcast, den ersten, glaube ich, 5-mal gehört habe. Ihr nicht. Du hast ihn mitgekriegt, dass wir ihn gemacht haben. Du bist nicht der lustige Liebhaber, sondern der leidenschaftliche Lerner. Das mag ich. Das ist gut. Sehr Solange gut. ich denn nicht der lästernde Oberlehrer bin. So, ja. Also. Aber nochmal, Lagenwein, das heißt, also das ist schon ein teurerer Wein wahrscheinlich. Ach, du kommst immer, das ist das, was ich komisch finde. Es dauert irgendwie 2 Minuten, da fragt Axel, was kostet das? Ja, so kann ich das einordnen. Ja, aber Kästen Bier gemessen. Ja. Der Wein kostet 12 Euro. Echt? Ja. Aber Lage, also das muss ja dann doch was Besonderes sein. Eine Lage ist doch alles. Also gut, das ist ein Lagenwein. Ja, ist also kein von großes der Qualität Gewächs. Ist das schon besser. Ist schon besser. Das war ein Gutswein? Genau. Also das heißt, der Nochmal der für die, nicht, nochmal aufsetzen, was sind die Reihenfolge? Was? Ja. Gutswein? Dann? Lagenwein? Falsch. Nein. Gutswein. Machen wir noch Köpi auf. Ihr habt euch doch abgesprochen. Also, nochmal, für die, es ist ja ganz wichtig, man soll ja auch was lernen. Man soll ja nicht nur trinken, sondern auch was lernen. Gutswein, Ortswein. Ortswein, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Letztes Mal hatten wir doch Ehrenhaus also, okay, Muschelkalk. Ja, habe ich doch gesagt, dass gut, der Ort und der Boden gleichzeitig. Ah, also, also im letzten Podcast. Ja, aber Axel, da darfst du mich nicht fragen. Axel, aber ja, okay. Gutswein, Ortswein, Lagenwein, Grand Cru. Ja, großes Gewächs, wow. Gewächs, genau. Nicht schlecht. Also Weißburgunder, ihr riecht. Aber Entschuldigung, nochmal eine Frage zum Lagenwein. Das heißt, der erste, den wir hatten, das war jetzt so ein Gutswein, der kann von irgendwo auf ein Gut gepflückt sein. Genau, ja. Okay. Also da können auch verschiedene Lagen zusammengemischt sein. Genau, ja. Und bei dem, das ist nur die Ecke da am Zaum. Genau, nur die Ecke am Zaum. Völlig richtig. Sehr gut. Ja, kann man nicht besser sagen. Wie groß ist denn die Ecke am Zaum? Das weiß ich gar nicht. Es ist ja so, dass es oft dann quasi ja nicht nur den einen Winzer gibt, der diesen am Zaum hat. Ja? In dem Fall weiß ich gar nicht, ob der Winzer das jetzt alleine hat oder ob noch ein anderer. Ich kenne jetzt keinen am Zaum aus der Ecke, also wahrscheinlich hat der Winzer das alleine. Vielleicht hat er am Zaum auch neben Weißburgunder zum Beispiel noch Chardonnay stehen oder Grüner Veltliner, aber den nennt er dann nicht am Zaum, sondern packt ihn in sein Ortswein oder in sein Gutswein, wenn er aus der Ecke kommt. Aber er kann ja nicht in den Lagenwein, er hat auf jeden Fall nur einen Pinot Blanc, also einen Weißburgunder. Kontrolliert das eigentlich einer? Ja, ganz streng sogar. Was? Ja, ja. Aber wer kontrolliert das dann? Ja, es gibt so eine Weinkontrolle. Ja. Und die nehmen sich dann Stichproben, weil du kannst ja nicht jede Flasche aufmachen und sagen. Na, die schauen, okay, du hast so viel Hektar in der Lage, wie viele Flaschen hast du? Ah, okay. Das passt nicht. Mhm. Ja, da gab es ja schon unzählige Weinskandale. Ich meine, wir in Österreich kennen keine Weinskandale, ne? Wem sage ich das? Weil aber mit Prosecco aus quasi Trauben aus Bulgarien und so weiter. Okay. Also und die sind auch wirklich sehr, sehr streng und schauen wirklich, woher kommen die Trauben und da. Oh, ich habe eine ganz
starke Nase genommen, darf man das sagen? Ja, wenn du so lachst dabei, dann darfst du es nicht sagen, aber ja. Und es prickelte. Das hast du beim ersten Mal schon gesagt, oder? Ja. Aber noch viel stärker. Aber findest du, oder versucht euch mal das vorzustellen, so ein Teig, so ein Hefeteig, der auf, also du setzt den an und dann backst du ihn ja immer wieder. Das Problem ist, in dem Moment, wo du sagst, rieche ich's. Aber wahrscheinlich, sag das mal. Ist die, das ist der Grundidee. Ja, sag mal Idee. Irgendwas anderes und dann rieche ich es wahrscheinlich auch. Was aber ich finde, der riecht jetzt nicht so streng wie der erste, ehrlich gesagt. Streng ist auch streng roch der erste. So, ganz ehrlich, streng roch der erste überhaupt nicht. Ich bringe immer beide mit da und auch sag so krass, was das ist. Nein. Aber ich finde ihn sanfter vom Geruch. Mhm. Das macht auch dieses Hefelager, dass der Wein einfach ein bisschen molliger, würde man sagen, ein bisschen breiter schon in der Nase ist. Ich finde, was er auch hat, ist gleich so leichte Steinobst-Anklänge. Das denkt man natürlich, das Weingut liegt quasi. Das muss ich nochmal sagen. Leichte Steinobst-Anklänge. Das ist eigentlich doppelt gemockelt. Nein, das ist gut, weil das heißt, Steinobst ist Aprikose, Pfirsich, Pflaume. Weinberg, Pfirsich, ja. Na, Pflaume. Also ist auch ein Stein. Ja, stimmt, ja. Aber wenn wir über Steinobst sprechen, ist es vor allem gelbe, also Aprikose, Weinbergs. Marille. Gleiche. Ist das gleiche? Ja, Pfirsich, so. Genau, ja. Und das ist ja quasi das Weingut. Liegt Aprikose ist doch nicht Marille. Na, logisch. Aber Marille ist doch viel, so viel kräftiger, gelber. Aprikose ist doch. Nee, okay. Ich dachte als Kind immer, es heißt Aprikose. Na, okay. Das heißt Aprikola, ja, aber es heißt nicht Aprikose. Mit so schwarzen Punkten drauf, das Gelbe wahrscheinlich, ne? Also, das Weingut liegt ja am Eingang der Wachau. Ja, und da ist der Wachau ist ja bekannt für die Marillen. Ja. Und deswegen. Überraschenderweise, aber ganz viele Weine haben diese Aromatik da schon auch. Aber das ist sehr, sehr leicht. Das ist nicht laut. Das ist kein Bodybuilder auch von der Nase. Aber guck mal, wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, ist kein Bodybuilder. Deins sieht ganz an, ein bisschen, oder vom Licht her wahrscheinlich, ist kein Bodybuilder von der Nase her. Mhm. Das heißt, du riechst nicht den vollen Körper sozusagen. Nein, das heißt, ich oder ist kein Angeber von der Nase. Genau, ja, ist kein Angeber. So ein Show-off, genau. Ja, so ein muskulöser, kraftvoller, hier bin ich. Spring mir ins Glas. Trainierst du eigentlich Axel? Ja. Was? Bist also, du so Bodybuilder? Bodybuilder? Ja. Nee, eigentlich nicht. Ja, gut. Aber siehst du aus? Ein bisschen. Danke. Hey. Okay. Also es trainiert auch den Bizeps, wenn du das permanent schwenkst. Das glaube ich. Aber es ist schon wieder herrlich. Also es ist schon diese Lagen nochmal, da kann ich nicht von loslassen. Gibt es da ein Verzeichnis auch? Oder, ja, klar, ganz okay. Klar. Und es ist auch ganz klar abgesteckt, wie weit das geht dann. Mhm. Ja, also wie weit die Lage geht und dann diesen Weg dazwischen und dann heißt es schon wieder anders. Und wie heißt das Verzeichnis? Das Lagenverzeichnis des deutschen Weins? Oder naja, im Prinzip ist es... Wieso ist der österreichische Wein? Österreichische Wein. Ist es wie so eine Katasterkarte hast. Ne? Ja. Im Notar, wo quasi die einzelnen Parzellen eingeht. Ja, aber also könnte ich mir so ein Buch kaufen und dann... Genau, ja. Und in den letzten Jahren versuchen auch die Österreicher und auch die Deutschen und eben nach diesem Vorbild des Grand Crus, was du gesagt hast, auch nach dem burgundischen Vorbild, das eben noch viel strenger zu sehen und wirklich zu sagen, wir machen einen Ortswein, wir machen einen Gutswein und wir machen eben Lagenweine, die sich von jeher schon als Lagen kristallisiert haben, also die teilweise viele hundert Jahre alt sind, die Lagen. Aus der Römerzeit hat man auf dem Weingut so eine alte Amphore gefunden, bei Bauarbeiten. Die ist auch ausgestellt, gehört aber im Museum in Wien, einfach um zu zeigen, bei uns wächst schon so lange Wein. Mhm. So lange gibt es diese Kultur des Weins schon. Cool, aber magst du das einmal sagen? Also gibt es ein Buch, was man wirklich empfehlen kann für Leute, die jetzt sagen, so, ich würde gerne so das geht so schon sehr ins trinken. Detail, würde ich sagen. Ja, also ich jetzt, meine, das ist doch cool. Ja, ich finde es auch cool, klar. Wer lag fertig? Mist. Kennt ihr das eine? Ja. Das war so traurig. Also ich. Das ist ja furchtbar. Ja. Mach mal. Das ist einer der Momente, wo ich mich echt erinnern kann, was ich da gemacht habe. Also wie ich das erfahren habe. Nein. Meine Oma hat auf uns aufgepasst. Und ich bin ja früh aufgestanden und sie hat das erzählt. Und meine Oma hat geweint und ich habe dann auch geweint. Ich war traurig. Wie lange ist das denn her? Ey? Ja, das muss. Lars, weißt du, wie lange es her ist? Keine Ahnung. Ich verbinde es gar nicht. Man verbindet es interessanterweise, ich verbinde es einfach mit Elton John. Ja, total. Aber also mit dem Tod von. Okay. Nein, also nicht mit dem Tod von Lady Di. Ja. Nein, ich verbinde es nicht erinnern. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich mal als Jugendlicher, das muss ja weit, da wart ihr noch gar nicht, ich glaube, ihr wart noch nicht geboren. Da habe ich schon aus der Bild am Sonntag Lady Di ausgeschnitten und ein Starschnitt. Ja, und habe dann ein Buch gemacht über die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Di. Wow.
Ja, wollen wir mal was trinken und dann mal gucken, ob es uns die Tränen... Ja, die Augen. Ja, die Tränen, ist doch völlig Quatsch. Candle heißt ja gar nicht Tränen. Nee. Geht's ja schon los. Nee. Also, was sagst du von der Nase her? Du hast nicht diese Kühle, du hast ein bisschen diesen Teig. Du hast nicht diese, die Kühle ist nicht da, du hast diesen Teig. Mhm. Ein bisschen dieses Hefe, diese Hefearomatik. Ein bisschen das Steinobst. Weißt du, in der Nase, jetzt trinkt sie mir schon, in der Nase hast du auch ein bisschen. Ich trinke so, nicht, hier, Lars. Ja. Weißt du, ich habe so ein bisschen Birne auch. Habt ihr Birne? Im Geschmack habe ich Birne. Okay, ich habe sie in der Nase schon. Ja, ich habe es nur im... Oh, der schmeckt mir aber... Oha, da bin ich gespannt. Ich will jetzt... Ich will nichts vorwegnehmen. Trink doch mal Schlucke. Ich will nichts... Auf jeden Fall schon mal ganz, ganz anders als der erste Weißburgunder. Ja. Komplett. Ja. Völlig anders. Also du denkst, es ist ein anderes Getränk. Ja. Mhm. Genau. Ist es ja auch, oder? Also... Ja, aber es ist ein Weißburgunder, gleiche Traube, gleicher Jahrgang. Man kann das schon vergleichen, aber es soll eigentlich zeigen, wie unterschiedlich man da rangehen kann. Und wenn du jetzt sagst, den ersten mache ich nicht, weil er mir zu viel Säure als Beispiel. Ja, und ich mag den zweiten lieber, weil er ist mir ein bisschen, wie würde man sagen, bekömmlicher vielleicht. Mhm. Ja, findest du das? Ich fand jetzt erstmal auf den ersten Schluck den ersten bekömmlicher. Ich finde es aber bekömmlich sowieso grausam. Ja, ich finde, das nervt mich die ganze Zeit. Was heißt denn, der hat mir zu viel Säure? Woran merkt man das denn? Also, dass er sauer ist. Also, na, es kann schon hier unterziehen, so ein bisschen. Ja, aber dass er sauer ist, weil das hat zu viel Säure, ist doch immer, ja. Geht doch darum, dass es im Magen sich irgendwie, dass man am nächsten Tag sich nicht gut fühlt. Übrigens, das muss ich sagen, top, nach unserem ersten Podcast, am nächsten Tag bestens, bester Dinge. Also, gut. Meine Frau. Nein, also das war wirklich, also, aber dieses mit dem, der hat mir zu viel Säure, das gibt es ja ganz oft, dass Leute sagen, ja, tut mir leid, der hat mir zu viel Säure. Ja, das gibt's oft, ja. Aber das höre ich auch oft. Ist doch, was heißt das? Ja, vom Gefühl, also ganz viele schließen zum Beispiel per se aus und sagen, nee, Riesling mag ich nicht, wer hat mir zu viel Säure? Das höre ich total oft. Ja, ja. Und das stimmt natürlich im Prinzip ja, weil die Riesling-Traube die Säure vielleicht besser transportiert als manche andere, aber Riesling hat auch oft sehr, sehr viel Zucker, sodass du die Säure, dass die vielleicht analytisch da ist, aber eigentlich nicht zu spüren, weil der Zucker diese Säure übertüncht, ja, oder im besten Fall ausbalanciert. Aber kann man das nicht messen? Also kann man nicht sagen... Ja, na klar. Also mit dem pH-Wert kannst du ganz klar messen, die Säure, du kannst den Zucker messen, und, aber das Gefühl kannst du ja nicht messen. Also was sage ich jemand, der zu mir sagt, hat mir zu viel Säure, zu ihm sage ich, hat aber nicht. Kann ja nicht sagen. Ja, aber es ist auch so ein Schnack, den man sagt, einfach, man hat zu viel Säure und dann so. Der Hamburger ist zum Beispiel sehr säuresensibel. Ja. Ah. Und der, wir müssen ja auch für die anderen Vogeltiere, und der, ja. der Düsseldorfer, Dortmunder, ja, Essener, der Essener. Also ich sage jetzt mal der Pfälzer. Ja, 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 der Pfälzer. Wein, bis er umfällt. Naja, der hat halt seinen Saumagen und seinen Speck und die Wurst. Ja, und da ist die Säure durchaus hilfreich im ganzen Prozess. Was sagst du zum Wein jetzt? Du bist ein bisschen schmallippig unterwegs. Schmallippig ist, ich muss nochmal... Du kannst, also wir reden ja offen über die Weine. Ja, wir reden offen. Also ich persönlich glaube ich so vom der hält sich länger, den habe ich mehr im Gaumen. Ich habe auch das Gefühl, mit jedem zweiten, dritten Schluck schmeckt er anders. Das kann aber jetzt auch, ich weiß es nicht, schmeckt er anders? Warte. Ich finde, es hat auf jeden Fall schon echt eine große Trinkfreude heute. Ich finde, es ist wirklich sehr... also ich könnte es jetzt austrinken, zum Beispiel. Axel auch. Ich hab noch nicht. Nee, aber hast du noch nicht getrunken von dem Wein? Nee, ich habe schon, aber ich habe noch nicht ausgetrunken. Aber das stimmt. Ich finde schon, dass beide Weine schon mal besser sind als die ersten beiden Weine. Okay. Also vom ersten Podcast. Okay. Da muss man sich, was ich übrigens irre finde, dass wir ursprünglich, die Auftraggeber dieses Podcasts, die Funke Mediengruppe, hat uns ja gesagt, man sollte so 45 Minuten. Das ist ja absolut nicht zu schaffen. Wir sind jetzt schon wieder bei 46,50. Oh ja. Wir haben jetzt, nee, ist ja gut. Halbzeit. Nee, ist ja gut, aber wir haben zwei, nee, das ist ja super. Ja. Aber das ist natürlich, es ist Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel... Hast du auch ziemlich lang Klavier gespielt vorher? Also wenn der Hörer jetzt sieht, wir sind erst bei 30 oder so. Das heißt nicht, dass wir das rausgeschnitten haben. Also, Du magst den ersten lieber. Ich mag den ersten, ja, ich mag den ersten lieber, ja, aber es geht mir so, aber ja, es geht mir so, was ein bisschen schade ist, man weiß schon gar nicht mehr, wie der erste schmeckt. Trinkt er ja, mal. Kann man nebeneinander trinken, beide, könnte man auch machen. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall so, auch da hatte man jetzt, du hast total Lust, man hatte bei beiden Lust, die auszutrinken. Das stimmt. Bei beiden Lust, die auszutrinken und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die schmecken. Finde ich auch. Und das ist, finde ich, etwas, was man durchaus mitnehmen kann, dass du eben vom Etikett das nicht sehen kann. Die kosten ja auch, ist ja ähnliche Preisrange, 10 Euro, 12 Euro. Das ist jetzt ein, aber vom Etikett sind ja beide schön. Ich finde auch dieses Gemälde von dem Späthelm. Ja, aber ich meine, nach was kaufst du eine Flasche Wein? Du gehst, das ist ja, egal. Natürlich. Du kannst es nicht probieren. Du kaufst es ja so stark nach dem Etikett. Nach dem Preis auch. Wenn du sagst, dafür 5 ist mir zu wenig, kann nicht sein. Also ich gebe 8 aus oder 9. Und dann kaufst du dafür. Dann sagst du Weißburgunder, glaube ich, mag ich, oder Riesling oder. Und deswegen muss man einfach viel probieren. Ja. Ja. Das Problem ist, du machst die Flasche auf, es schmeckt dir nicht und dann hast du die Flasche offen. Ja. Also das. Ja. Wird die dann eigentlich, ich habe das manchmal das Gefühl, dann habe ich eine Flasche gehabt, die habe ich dann irgendwie wie lange lässt man kann man so Wein stehen lassen? Kann man den unbegrenzt stehen lassen, geöffnet? Irgendwann kommt er dann alleine aus dem Kühlschrank entgegen. Aber ich meine, unbegrenzt, aber gibt es da irgendwie eine. Oh, ich würde sagen, also manche Weine werden tatsächlich sogar besser. Das wollte ich fragen, weil ich hatte das Gefühl, da war so ein Wein, der war echt puh. Am Anfang und da habe ich ihn stehen lassen, 2-3 Wochen und dann fand ich ihn ganz. Oh, 2-3 Wochen finde ich schon, das finde ich schon ziemlich lang. Ist lang. Ja, das finde ich schon sehr lang, ja. Also wie lange steht bei dir zu Hause? Oh Gott, ehrlicherweise seltenst ist das lange, lange leer. Vor allem, weil ich dann ja weiß, morgen bin ich dann wieder länger auf der Arbeit und dann stresst mich, dann trinke ich es lieber gleich aus. Trinkst du jeden Abend eine Flasche? Auf überhaupt keinen Fall. Bist du wahnsinnig? Nein. Nein, ganz und gar nicht. Und ich trinke ganz konsequent nur das, was ich wirklich mag, was mir wirklich schmeckt und was mich nicht gleich langweilt und nervt. Aber du hast zum Beispiel Natural-Weine, die häufig einfach diese Zeit auch brauchen, die sich entwickeln und mit der Luft sich komplett verändern nochmal. Das ist also immer eine Option, wenn du einen Wein aufmachst und der schmeckt dir gar nicht. Dann? Statt wegschütten, kannst du immer noch hoffen, dass er im Kühlschrank, Kühlschrank und dann kalt und auflassen? Dunkel vor allem. Auflassen? Nein, zuschrauben, zukorken, wie auch immer. Ja. Was ist mit den Leuten? Ich habe manchmal neulich war ich bei Freunden und dann habe ich im Kühlschrank geguckt, sollte ich irgendwas holen. Und dann sah ich einen offenen Wein. Da war so ein, warum die hören das jetzt nicht? Egal. Ein offener Wein, da war so ein Löffel drin. Ja. Kennst du das? Ein Teelöffel. Was soll das? Hat das irgendeine Bedeutung? Ist das irgendwie? Nee. Glaube, was man gemacht hat früher, ist, dass bei Schaumweinen ein Silberlöffel die Kohlensäure besser noch in der Flasche bindet, als dass sie. Ist das tatsächlich so? Das ist, glaube ich, vor allem Placebo-Effekt. Okay. Dass er sagt, oh, der ist ja noch ganz gut, Schatz, der Champagner von letzter Woche Samstag. Meine Mutter hat das immer gemacht. Ja? Ja, das kenne ich. Also vom Sekt tatsächlich. Ja, also ewig her. Passt das, okay. Aber beim Wein. Ja, also für mich im Moment der Späthelm vor dem Pinot Blanc. Ja, wunderbar. Von Ried am Zaun. Sehr gut, genau. Aber, du hast noch nichts gesagt, Axel. Ich finde es umgekehrt tatsächlich. Also der erste hat mir zu viel Säure. Wer sagt denn sowas? Ja, aber ich bin bei dir, ich weiß. Ja, versuch mal zu erklären, das ist für mich spannend, wie du da rangehst. Also der erste, Bier trinke. Genau. Also den finde ich irgendwie zu bisschen zu sauer. Und den hier finde ich so ein bisschen weicher, aber jetzt auch nicht super optimal. Aber ich finde, ehrlich gesagt, der erste war für mich viel weicher. Ja? Also viel auf der aber Zunge. Aber dann so, lass uns doch wie so, mal... Das kann ich gar nicht beschreiben. Wie so ein, als ob meine Zunge fühlte sich an wie ein Pfirsich. Wow. So. Aber, nein, wollen wir nicht nochmal einen Mini-Schluck von dem ersten? Mhm. Also, vielleicht, im Vergleich. Könnt ihr sagen, was würden eure Frauen lieber trinken wollen von den beiden? Könnt ihr das sagen? Ich glaube, ich muss noch mal. Nicht so viel. Seid ihr euch da sehr ähnlich? Also, ich weiß nicht, ich kenne. Bei den Frauen? Bei den Frauen weiß ich nicht, wie gut du meine Frau kennst. Ich kann dir sagen, was. Ich weiß, was deine Frau sagen würde. Axel ist ja nicht verheiratet. Übrigens, das ist auch eine ganz wichtige Information. Ja, noch nicht. Noch nicht. Es gibt von den drei Moderatoren aus dem Vier-Flaschen-Podcast ist einer nicht verheiratet. Und das ist Axel. Zuschriften an? Einfach an den Podcast. Auf unsere Instagram-Seite. Gibt es die schon? Podcast@podcast.de. Allein schon dieser Geruch jetzt wieder. Mhm. Das ist schon... Axel braucht wahrscheinlich eine Bierkönigin und keine Weinkönigin.
Ja, meine Freundin kommt da aus dem Ruhrgebiet, also das ist jetzt auch nicht die Weinregion schlecht. Meine Freundin kommt aus Island. Ja, auch schön. Ja. Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Weißburgunder. Oh. Im Vergleich jetzt hat der ein bisschen rote Früchte jetzt, wenn du den Schwedem jetzt trinkst. Aber interessant, im Vergleich schmecke ich den gar nicht mehr. Jetzt? Ist der andere viel intensiver, vom Geschmack viel besser. Ich muss nochmal den anderen ganz kurz. Es wird jetzt hier so ein bisschen, aber ich mache es auch schon ganz gut, glaube ich, wie ich das so wegschütte und so. Ne? ich würde es auch wegschütten. Wir loben ihn zu wenig, Axel. Wir müssen ja sagen, wie toll er den Wein wegschüttet. Wow, da freut sich der Winzer. Jahrelang geht er in den Weinberg und wie toll ich den Wein wegschütte. Ah, herrlich. Respekt war gestern. Ja. Aber es ist schon cool, dass ihr, sag ich mal, als ab und zu mal Trinker trotzdem auch sofort spürt, wow, das ist schon echt ganz unterschiedlich, obwohl es ja eigentlich sehr ähnlich sein müsste. Mhm. Ja. Das stimmt, also das würde ich auch sagen. Aber ich finde. Was würdest du sagen zum ersten? Ne, den ersten finde ich tatsächlich irgendwie aggressiver. Nee, das ist überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Aber du musst es respektieren. Das ist wirklich, nein, das ist Quatsch. Wenn es anfühlt. Aber sagst du nochmal, ist Quatsch? Also, nein, ist doch, kein Quatsch. Kannst du ruhig sagen. Nein, also. Ich finde nicht, dass Quatsch ist. Nee? Ich weiß, was du meinst. Aber ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Okay. Es ist wirklich so, der andere hat das Geschmackserlebnis bei dem zweiten, also bei dem Pinot Blanc vom Ried am Zaun. Soli ist ein ganz anderes. Es war nur in meiner Erinnerung, dachte ich so, der erste ist tatsächlich, was ich mit milde beschreibe, man könnte, wenn man böse ist, du wirst irgendwann nochmal diese Tonne. Dünn sagen wolltest du, dünn sagen. Man könnte auch dünn sagen, aber dünn ist auch falsch. Ist auch falsch, finde ich auch. Ich glaube, meine Frau würde den ersten am liebsten trinken. Ja? Weil er nicht ganz so, also ich glaube, der zweite wäre tatsächlich zu aggressiv. Die ist ja der erste zu aggressiv. Ja, tatsächlich, also zu oder zu viel, einfach zu viel Erlebnisse auf einmal. Also ich finde es ja immer spannend, weil wenn ich einen Wein aufmache, denke ich natürlich immer, was würde meine Frau jetzt auch gerne trinken, weil ich möchte es mit meiner Frau teilen und sie soll ja auch Freude haben und ich bin ja permanent mit Wein umgeben, deswegen ist für mich mindestens genauso wichtig, dass sie auch Freude hat, aber mich soll es auch nicht langweilen. Ich glaube schon, dass meine Frau jetzt, natürlich ist sie ja mit Österreich verheiratet, würde wahrscheinlich eher zum Weingut Maller tendieren. Ich glaube, weil sie das Gefühl auch haben würde... Ja. Ist deine Frau Deutsche eigentlich? Ja. Deutsche, ja, okay. Also Hamburgerin, Schleswig-Holsteinerin. Wow. Dass die... aber sie, wie man sagen will, aus Kreis Pinneberg, das ist nicht ganz so sexy, aber das lasse ich jetzt meine weg. Meine Frau kommt auch aus dem Kreis Pinneberg. Boah, ist es die freitags nie kann? Weißt du, er hat weniger Säure und ich glaube, das macht es bekömmlicher und ich glaube, dass der da generell, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass so, dass Damen da eher leichter damit klarkommen und dass sie einfach das... Ja, ich sage das Wort jetzt trotzdem bekömmlich, dass es ein bisschen milder anfühlt und dass man eben nicht beim dritten Glas sagt, oh, die Säure martert mich jetzt. Oder ich habe richtig... Es ist lustig, dass man sich dann solche Hip-Hop-Texte merken kann, wie die da, ne? Ich musste gerade, kennt ihr noch dieses, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage, um mich... Ja. Das ist doch die da! Ja. Und ich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen, denn ich verrannte mich in meiner Welt und war der König und alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig und so weiter. Wow, mach weiter. Das ist toll. Mach weiter. Ist es die da? Ja, es war die da, ne? Ja. Ist es nicht Jein? Nee. Wie geht Jein nochmal? Das ist mit dem Freund da, wo man die Freunde da irgendwie haben. Jein. Ne? Jein. Ja. Okay, wir gucken nach, wie es... Ja, vielen Dank. Wollen wir? Ich würde gern losgehen, aber ich... Muss was spielen. Axel, magst du noch? Ich weiß nicht, wo der Kühlschrank ist. Ja, genau. Ich weiß tatsächlich auch nicht. Also du weißt auch nicht. Axel, wenn du einfach jetzt den dritten Wein holst und ja. Guck mal. Was ist der dritte Wein? Lars, du weißt noch? Ich schätze ein Riesling. Nein. Seronin. Simeon. Ja, genau. Simeon. Ja, sehr cool, ja. Meinst du, er ist nicht verheiratet? Ich weiß nicht. Wegen des Alkohols. Ist ein guter Typ. Ist ein guter Typ eigentlich, ja, oder? Ich habe auch versucht, das ein bisschen so, dass ich vielleicht so mit dem Bodybuilder, das kommt auch, glaube ich, draußen gut an. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Glas schwenkt, dass er immer so auf seinen Oberarm geguckt hat. Habt ihr eigentlich über mich? Nee, habt ihr über mich nicht so böse Sachen gesagt? Ich gehe nie wieder hier raus. Du warst immer so schnell wieder da. Das ist das Problem. Aber wir haben schon auch genug Worte gefunden, auch über dich. Bei Axel muss man aufpassen, dass er nicht auf dem Weg anschluckt. Heimlich rausdrückt. Ich werde schauen, ob die Flasche voll ist. Ja. Schau, da geht auch hin. Ein lieber Kollege von uns hat eine der leeren letzten Flaschen, darf ich das sagen, hat er genommen und trinkt seitdem aus dieser Weinflasche immer Wasser. Was natürlich bei uns hier im weiteren Team für
Verwirrung? Ja, na, übertreibt es nicht mit eurem, müsst ihr aufpassen mit dem Wein-Podcast. Ich glaube, der eine ist, er füllt halt immer gutes deutsches Wasser in diese Flasche. Das ist mal ganz, vielleicht hat man so ein, muss man die eigentlich besonders oft ausspülen dann? So Weinflaschen, damit die den, die werden ja, oder werden die automatisch, nee, die es werden einfach. Es gibt ja keinen Pfand, Stimmt, die werden einfach, klar. Zerschreddert und, aber die. Warum gibt es eigentlich keinen Pfand? Zu komplex. Ja? Na, das wieder dorthin zu schicken, CO2-bilanzmäßig. Das muss man jetzt aber sehen. Da muss ich aber. Oi, das sieht, weißt du was, das ist schon so ein Wein, wenn man denkt, 40 Euro. Um gleich mal Axis. Das ist ein ziemlicher Volltreffer, deine Schätzung. Echt? Nein. Ja. Wow. Du bringst hier einen 40 Euro Wein mit? Ja, ein bisschen weniger, glaube ich. 36 kostet. Wollen nicht übertreiben, kommen wir nicht gleich mit 40 jetzt, Euro. Hast du mal so ein Petrus getrunken? Ja, schon öfter. Und, aber das klingt jetzt arrogant. Ja, habe ich schon mal gehabt. Wow. Ja. Mhm. Aber ist der das Geld wert? Oh, das ist eine Frage, die ich oft gestellt kriege. Tja, was muss passieren eigentlich, wenn du eine Flasche hast, die so viel Geld kostet? Ne? Aktueller Petrus, glaube ich, kostet 6.000 Euro. Die 6.000 Flasche. Euro? Eine Eintel, ne? 0,75. Wow. Und in der Regel bist du enttäuscht, weil du die Erwartungshaltung ist ja natürlich, du denkst, da geht jetzt voll der Punk ab. Ja. Du kannst da nicht schlafen, weil du nur so aufgewühlt bist, weil du diesen Wein getrunken hast, aber das ist es nicht. Okay. Und warum ist es so teuer? Ja, Angebot und Nachfrage. Das kostet nie im Leben, kostet es so viel, den Wein zu machen, sondern einfach, es gibt so wenig und das weckt Begehrlichkeiten. Aber verkauft ihr den manchmal? Oh, der Hamburger ist da ja sehr zurückhaltend. Ich glaube schon, dass er das durchaus mal zu Hause trinkt, auch unsere Mitglieder, aber er wippt so mit beim Spiel. Ich finde das fast irritierend. Wir haben schon mal gesagt, das ist ein komplexes Krankheitsbild. Weil er sich selber so abfeiert. Ich mag das. La Paloma, oh hey. Einmal muss es vor. Habt ihr schon eingeschenkt? Ja. Ich habe auch die Flasche schon präsentiert. Aber lass mich nochmal einmal. Darf ich einmal die. Mhm. Da oben ist ja schon, da geht es ja schon los. Da ist ein ganz besonderer. Also, das ist ein Korken. Und was ist das hier? Das kann man, ich bestimmt das zu beschreiben. Da ist ein. Es sieht aus, als wäre es Wachs. Ja, ist auch Wachs. Es ist Wachs. Mhm. Sieht aus, als wäre es Wachs. Und es stellt sich bei mir Betrachtung raus. Es ist Wachs. Da fällt mir was ein. Halt mal kurz fest. Zu Wachs fällt mir was ein. Ja, mach ruhig erstmal weiter. Ja. Weil Wachs. Wachs. Ja. Also es ist Wachs und ich glaube, es soll vor allem die Wertigkeit des Weines nochmal widerspiegeln. Ja. Und wichtig ist auch beim Aufmachen, du musst auch gar nicht hier irgendwas zaubern, sondern du kannst ganz normal reindrehen. Ja. Okay. Und aufmachen und das Wachs geht mit runter. Ach so. Ja, dann ist es Hartwachs. Weil Wachs ist ja. Ja, bei dem jetzt. Das ist sehr weich. Ja. Okay. Es gibt auch so Hartwachs, so Armagnac-Flaschen oder so, die musst du so richtig abklopfen vorher, weil das kriegst du gar nicht auf oder reißt den Korken ab. Aber bei dem einfach durch das Wachs, durch das Kellnermesser und rausziehen und ist dann ganz gerade und passiert nichts. Wegen Wachs. Kennst du auch gar nicht. Ach so, meine Güte. Mann, echt. Wir schon. Das ist ja, aber wegen Wachs, jetzt passt, jetzt hätte es gepasst. Okay, also Wachs. Mann, ist das was? Komplex. Ist das auch schon? Ja. Ist die Flasche deshalb auch? Und dann finde ich sie toll. Ich beschreibe es nochmal ein bisschen. Oh, das kann ich auch sprechen. Französisch? Beaumont. Beaumont. Ja, weißt du, Beaumont, weil er kommt aus Südafrika. Und tatsächlich war mich der Winzer gestern besuchen. Und deswegen habe ich die Flasche mitgebracht. Ah. R&B aber, Simeon. Ja, genau. R&B. R&B, was ist das? Das ist ähnlich, was du gerade gespielt hast. Also ist aber eben nur ähnlich. R&B, ist das ein musikalischer? Hören wir mal rein. Nein, tatsächlich gar nicht. B steht für Beaumont und R steht für Reezy. Und so heißt der Importeur, Markus van Riesen. Der hat auch ein Hotel auf St. Pauli und der importiert ein den Holländer? Wein. Nein. Nicht, dass ich weiß. Okay. Marco von Reezy, okay, Deutscher. Pauli-Fan. Und der hat, der Winzer nennt den Reezy, er nennt den Beaumonti und zwar mit R&B, weil es natürlich eigentlich cool sich anhört. Cool. Mhm, finde ich auch. Also ein südafrikanischer Weißwein. Ist das eigentlich okay? Also von so habt ihr das hier Wein von so weit weg zu trinken? Also ich denke mal, wenn ich vor so einem Weinregal stehe, wenn ich dann mal da stehe, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, aber ich versuche irgendwie Weine zu kaufen, die irgendwie in Deutschland gewachsen sind, weil ich denke, wenn ich schon keine Ahnung habe, dann kann ich auch wenigstens CO2 sparen. Es wäre mir einer meiner Herzenswünsche für diesen Podcast, wäre, dass ihr zusammen mit mir feststellt, dass es durchaus Sinn macht, dass wir solche Weine auch hier trinken, weil sie doch sehr, sehr anders sind und weil die klimatischen Gegebenheiten dann einfach so anders sind, dass man das hier so nicht machen kann. Und ich glaube, dann hat es eine Daseinsberechtigung. Mhm. Wenn es schmeckt wie, könnte irgendwo her sein, warum muss ich es um die halbe Welt? Ja. Ja, okay. Aber wenn du sagst, ey, das ist schon echt
ist besonders, dann finde ich schon, dass, dass man da immer offen sein sollte. Darf ich kurz sagen, wir müssen abbrechen. Alcohol abuse is dangerous to your health. Das heißt, was? Da stehen Warnhinweise, in Südafrika stehen Warnhinweise auf... Gesetzlich vorgegeben. In Amerika ja auch, auch. Massiv. Ja. Wow. Das ist natürlich, was ist das hier an der, hier oben? Hier oben ist auf der Flasche ist so, ein, so eine Art, was ist das, so eine Art Zettel, Kleber? Export-Label, genau. Ach, das ist nur Export, das ist nichts Besonderes ja, damit, okay. Wobei mittlerweile gibt es oft auch schon unter der Banderole, über den Kork, noch ein Sicherheitslabel, weil sehr viel Wein gefälscht wird. Gerade bei teuren Bordeaux, auch bei südafrikanischen Weinen. Wie, dann gibt es Leute, die ziehen den Korken raus? Fälschen den und machen anderen, ja gut, anderen Korken rein. Nein, die haben nicht. Eine leere Flasche irgendwo. Ah, okay. Ja, machen irgendwas rein. Und, machen irgendwas rauf. Und das Label, wo ist das Label? Unter dem Korken? Also, oder? Also nein, über den Korken unter der Banderole. Aha. Ja, also dass es komplett verschlossen aussieht. Ja. Und dann machst du die Banderole auf und siehst, oh, da ist ja gar nichts. Mhm. Aha, dann bin ich einem Betrüger reingefallen. Das ist ein Riesenmarkt. Eine tolle Flasche, die ein ganz einfaches Etikett eigentlich mit so einem schönen. Vielleicht hat das mir der Petrus nicht so geschmeckt. Vielleicht, ja. Okay. Doch noch ein Petrus. Toll, sieht schon toll aus. Ist es eine Burgunderflasche? Ja. Ja, schön. Na, du siehst, die zwei Flaschen sind relativ ähnlich aus. Ähnlich. Genau, vielleicht ist die ein bisschen breiter. Sieht größer aus, aber warum sind es immer 0,75? Ist das eigentlich auch, wenn man eine Literflasche, denkt man, ist nichts, ne? Eine Literflasche Wein? Ich weiß gar nicht, warum sich das so eingebürgert hat. Da gibt es eine Geschichte dazu. Also Liter hat natürlich eigentlich was Billo-mäßiges. Ne? Genau. Also von daher. Und ich finde zu zweit diesen Liter auch einfach mehr als 0,75. Ja. Also von daher. So. Ja. Ist Semillon. Semillon. Also ein entfernter Verwandter des Sauvignon Blancs aus der Historie. Südafrika ist irgendwie immer Sauvignon Blanc, ne? Oder so, oder nicht? Nee. Nein. Nee. Mit absolut am häufigsten gepflanzte Rebsorte in Südafrika ist Chenin Blanc. Genau, die kommt zwar ursprünglich aus Frankreich, aber in Südafrika ist sie am stärksten. Und die Sauvignons sind eher die, die es hierher machen, nach Deutschland. Aber die Südafrikaner sind eben, weil die Zeitzone die gleiche ist, weil viele nach Südafrika fliegen, weil du eben eigentlich ohne Jetlag wunderbar am nächsten Tag gleich das Land genießen kannst, fahren viele nach Südafrika und über den Rand ist auch relativ günstig. Und von daher haben diese Weine in den letzten Jahren schon, sag ich mal, deutlich an Popularität zugelegt. Okay. Okay. Und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr intensiver Geruch. Also, oder? Ja, also zum einen muss man sagen, dass der Winzer, da gibt es einen Hamburg-Bezug, ist mit einer Hamburgerin verheiratet. Also, genau. Okay. Ja, die macht jetzt in Hamburg, die macht in Südafrika Wein. Der riecht so, als ob er mir wirklich sehr gut schmecken könnte. Hm. Aber das ist ja so doof, wenn man weiß, dass er was 40 Euro kostet. Aber ja, nee, aber nee, das stimmt. Ja. Aber jetzt also vom Geruch her, der schmeckt so ein bisschen. Ach, was riechst du? Ja, ich weiß nicht, das riecht ein bisschen wie Saft. das muss sein, mal besser. Nee, ich hatte mich gerade ein bisschen. Leid, ich hatte gerade, glaube ich, einen ganz guten Geruch. Warte. Aber so. Nee, das also der Wein süß. Ist auch im Holzfass ausgebaut. Ist süß, süß finde ich, ja. Die Nase? Ja. Ist ein bisschen fein. Also nein, aber allein das ist ja schon, versuch mal jemanden zu beschreiben, nach was süß riecht. Also süß kannst du ja eigentlich schmecken, aber kannst du süß riechen? Mhm. Ja, vielleicht kannst du es aber schon riechen, aber es ist nicht so einfach. Also wenn du sagst, es riecht süß. Findet ihr es sehr aromatisch? Ja. Finde ich schon. Ist das auch der dunkelste von denen, die wir hatten? Also gibt es da so einen Abstufung? Ja, genau. Also man würde sagen, das ist wahrscheinlich so Strohgelb. Mhm. Das geht dann runter nach Goldgelb, Kupferfarben, je nachdem. Und du hast hier... Sehr aromatisch, ne? Ja. Ja. Und das kommt vom Holz, die Farbe. Ah, ja. Das Holz, weil der Wein ist ja auch relativ jung, richtig? 2017, ja. Also doch sehr, sehr jung. Und... Was ist Beaumont? Ist einfach der Weinberg oder die? Nein, so heißt der Winzer. Der Winzer heißt Beaumont. Der heißt Beaumont, ja. Beaumont. Ja, Beaumont. Genau. Sebastian Beaumont. Und das liegt in der Walker Bay. Also aber du riechst, sag mir, was du riechst. Also was riechst du? Ja, ich rieche so, du hast es letztes Mal gesagt, nasser Stein, das rieche ich. Ich rieche was Salziges da drin. Was sehr Pures, Klares. Von der Aromatik. Bisschen nach Alge. Alge. Nee, weißt du, was ich meine? Ja, so, weißt du, ich würde so eher so Auster oder so mehr. Auster. Ja. So ein bisschen was Jodiges, was meistens dann damit einhergeht. Das Meer kann man eigentlich riechen auch. Das meine ich mit Alge. Auster ist irgendwie sexy als Alge. Okay.
Ich finde, wir sollten probieren, weil vielleicht passiert dann aromatisch am Gaumen auch was. Am Anfang habe ich ein bisschen Apfel, den du vorhin gesagt hattest, aber tatsächlich ist das ein bisschen knackigerer Apfel, nicht der gelbe, den ich vorher meinte, sondern eher, nicht jetzt Granny Smith, aber ein bisschen grüner, ein bisschen, bisschen herber, ein bisschen frischer. Mhm. Schmecke ich Zimt? Nein. Ja, wenn du Zimt schmeckst, schmeckst du Zimt. Zimt, also, ja, aber das ist ja sonst was sagen. Ist es ja nicht, ist jetzt vielleicht nicht ganz normal. Hast du gerade an Weihnachten gedacht? Nee. Ich finde, es schmeckt, darf ich sagen, der schmeckt sehr, der schmeckt total rund. Der schmeckt einfach total, wo du denkst, der hat irgendwie vom Anfang bis zum Ende, die anderen brechen irgendwann ab, finde ich. Also, was heißt, brechen ab ist das falsche Wort, aber weißt du, was ich meine? Vielleicht so ein bisschen. Du merkst, dass es in sich eigentlich deutlich kraftvoller ist, ne? Und packender am Gaumen und fester in der Struktur. Wieso, das heißt, wie kriegt man das hin, dass das so packend ist? Liegt das alleine in der Traube? Na, das liegt, denke ich mal, erstmal am Ertrag. Also ich entscheide als Winzer, wie viel ernte ich von diesem Rebstock. Je weniger, also sag mal, der Rebstock hat 10 Trauben, unterschiedliche Trauben. Und wenn ich relativ früh im Jahr entscheide, dass nur 2 übrig bleiben und die ganze Energie des Rebstocks in nur 2 Trauben geht und nicht in 10, dann haben die 2 natürlich ganz viel mehr Energie und viel mehr Kraft und viel mehr Intensität. Deshalb ist es auch so viel teurer. So viel teurer, weil ich habe nur ein Fünftel des Ertrages. Ja. Völlig richtig. Die Rebstöcke hier sind, glaube ich, so 25 Jahre alt. Das ist also auch wichtig, dass die ein bisschen älter schon sind. Mhm. Ja. Ich meine, von dem Wein gibt es 400 Liter. Ein Fass. What? That's it. Echt? Das ist also wirklich, also mehr Boutique geht gar nicht. Nee. Aber dann, ja, dann ist er doch dann noch relativ günstig, muss man sagen, oder? Ja, das ist immer, wo setzt man sowas an? Es gibt, das ist, glaube ich, kein kalkulierter, fester Preis, sondern das ist auch eher ein Spielwerk, weil das Etikett druckt und so für 400 Flaschen. Und da musst du denken, wenn das gefüllt wird, dieses eine Fass, allein wie viel im Schlauch ist, was du dann nicht mehr nutzen kannst, wenn vorher was drin ist und so weiter. Also das ist einfach... Dass dieser der Importeur, der sitzt in Hamburg, Markus Henry, hat gesagt, ich will diese Sonderfüllung nur er allein. Also es gibt nur in Hamburg diesen Wein. Das ist eigentlich ganz lustig. Und in dieser Rebzusammensetzung gab es, glaube ich, Anfang der 2000er hat der Winzer das einmal gemacht, aber das zweite Mal in seinem ganzen Leben, dass er einen reinsortigen Semillon gemacht hat. Was heißt reinsortig? Heißt, es ist nur Semillon drin? Faktisch muss 85% Semillon drin sein. Und er, die meisten machen es dann aber 100% rein. Er auch? Er auch, ja. Semillon ist vielleicht, wie du vorhin Petrus gesagt hast, zum Beispiel auch im teuersten Weißwein der Welt, und das ist Chateau Yquem, ein Süßwein aus dem Bordeaux, da ist auch eine ordentliche Menge Semillon drin. Ist auch eher ein bisschen süßer, oder? Er ist tatsächlich, ist er noch, würdest du sagen, ist er noch trocken? Ganz trocken. Ganz trocken? Ja, sehr trocken. Also hat, glaube ich, 2 Gramm Restzucker. Fühlt es sich nicht so trocken an? Nee, ich finde, es ist das Holz. Das Holz. Es fühlt sich fast, ich würde sagen, wie ein... Also, ja. Wenn mir jetzt jemand so ein kleines Glas geben würde, hätte ich gesagt, es ist ein Dessertwein. Mhm. Aber das hätte ich halt. Dessertwein ist zum Dessert. Ist immer, ich wollte eine komplexe Erklärung machen. Aber Dessertwein, ja. Ich will dich auch mal einen mitbringen, weil ich mag eigentlich gern, aber sie sind halt so mega süß. Eigentlich, es wird dich wahrscheinlich gruselst. Ich finde es mega, wenn zum richtigen Essen. Ja. Oder ich brauche ab und zu eine Zigarre. Ich rauche ja sonst nicht, aber wenn ich eine Zigarre rauche, finde ich einen süßen Wein super. Ganz gut. Aber das ist so eine, also ich finde, er schmeckt süß, aber ist trocken. Aber was ist denn süß? Also das hängt mit Zucker zusammen, also ja. Wie viel Gramm Zucker? Ja, das ist tatsächlich der analytische Wert, nicht wie er sich für dich anfühlt, ja, ja. Sondern was der analytische aber Wert ist. Aber ab wann würde man irgendwie... 12 Gramm, ab 12 Gramm ist dann nicht mehr trocken. Okay, und dann gibt es ja halbsüß, wie heißt das noch? Ja, Feinherb. Gab es ja einen Kollegen vom Schwager letztes Mal. Genau, ja, also, okay. Hatten wir. Genau. Und ab 12 Gramm ist es dann lieblich? Oder? Ja, genau. Wobei zum Beispiel, sagen wir, an der Mosel können die Gibt es lieblich? Gibt ja, es lieblich noch? Nee. Man hat das Wort eigentlich durch Feinherb ersetzt. Ist Feinherb, ne? Ja. Muss man wissen, ja. Genau. Eigentlich muss man eigentlich wissen. Beim Champagner ist es dann semi. Also halb trocken? Ja, genau, ja. Aber halbtrocken ist ja nochmal was anderes als Feinherb dann, oder? Nein, würde echt? Man... Genau, also, es gibt nur trocken oder süß quasi, also nein, trocken oder Feinherb. Feinherb oder trocken oder ganz süß. Feinherb. Ja. Aha, aber ich dachte mal semi... Und man hat es, glaube ich, erzählt, man hat es Feinherb genommen, weil irgendwie alle anderen Bezeichnungen irgendwie komisch waren. Man hat sich mehr, also dieses Image, das lieblich, wollte man eigentlich weg. Und es gibt ja wirklich tolle, feinherbe Weine, das...
ich meine, wir verkaufen ehrlicherweise bei uns auch ganz wenig Feinherb. Ich weiß nicht, da war eine Generation, bei uns auch natürlich baue ich etwas ältere, die einfach aus dieser trockenen Cherry-Generation kommen, ja, die eigentlich Weine ganz trocken mögen, die mit den süßen Sachen. Es gab eine Phase, früher waren die Weine ganz süß, ja, danach waren die extrem trocken, ja, und jetzt verliert sich es irgendwo ein, genau. Mhm. Also ich finde, dass der Wein am Gaumen sehr, sehr präzise und sauber und klar ist. Ja? Und obwohl das Holz, das ist, merke ich gar nicht. Ich merke diese leichte Süße, vielleicht ein bisschen Karamell, so dieses leicht, das ist vom Holz auch gewünscht. Ja? Wobei das gar nicht kein neues Holz oder so eine Zweitbelegung, also nicht ganz so viel abgibt, aber von der Farbe siehst du schon ein bisschen. Was ich mega finde, hat auch gleich viel Alkohol wie die zwei Weißburgunder. Würdest du jetzt, wenn du es trinkst, würdest du denken, es ist viel kräftiger, ist es aber nicht. Ja, auch das, ich wollte einfach zeigen, dass das einer draufsteht, aber wie sich es anfühlt, ist eben nochmal ganz anders, auch wenn es analytisch stimmt. Ja. Aber kannst du denn vorhersagen, also angenommen, du kennst den nicht, aber du weißt jetzt, woher der kommt und so weiter, also kannst du dir vorstellen, wie der schmeckt und der schmeckt dann auch so oder ist das für dich auch mal eine Überraschung? Nur meistens kann ich mir schon vorstellen, aber die meisten südafrikanischen Weine haben ja schon deutlich mehr Alkohol. Ja, auch jetzt, sagen wir, oder neuseeländische Weine als Beispiel, die ja auch oft 13,5 die Weißweine haben, einfach weil es gar nicht anders so ist. Die Sonne scheint dann halt oft und es ist warm und ja. Aber das kann passieren, wenn ich jetzt so ein Wein geschenkt gekriegt hätte, hätte ich den wahrscheinlich verschenkt. Was machst du, wenn du Weine geschenkt kriegst? Probierst du sie immer? Oder weißt du immer schon, dir schenkt keiner Weine? Oder? Hier, Michael. Vielen Dank. Ich hatte mal eine Freundin, die Mutter hat mir echt einen Wein geschenkt und ein Weinbuch dazu, beides von Aldi. Nein. Ja, fand ich echt schön. Aber die wusste das nicht? Ja, die wusste das hardcore. 100% wusste sie, was ich mache. Die hat dir ein Weinbuch von Aldi geschenkt? Ja, mit einer Flasche Wein, das war so ein Paket. Aber ist der Wein bei Aldi wirklich schlecht? Oh nee, komm, nicht schon wieder. Aldi ist der größte Weinverkäufer. Ja. Aber nee, aber Aldi jetzt ist der größte Weinverkäufer. Nicht wieder diese Geschichte mit, ist der Wein von Aldi wirklich schlecht? Ja. So, aber der ist dann wirklich schlecht, oder? Wir probieren mal einmal. Der hat dir tatsächlich. Was hast du dann gemacht? Ja, hast dich getrennt. Ich bin Österreicher, ich bin Schauspieler. Ich habe mich gefreut und habe sie gepuzzelt und habe gedacht, Wahnsinn, wie toll. Oha. Und habe dann hinterher zu meiner Freundin gesagt, geht's noch? Das finde ich respektlos. Ist respektlos, ja. Also ich kann mir eine Flasche Wein schenken, aber dann geht's in einen Weinladen und sagt, ich bin Schwiegersohn und der hat irgendwie, was muss ich denn ausgeben? Oder ich hätte 50 Euro mir vorgestellt oder 30. Aber vielleicht sagt man auch übrigens, mein Schwiegersohn kennt sich sehr, sehr gut aus mit Wein. Dann sagt vielleicht der Weinhändler auch, Vielleicht fand sie mich auch doof. Aber findest du das echt respektlos? Also, ja, finde ich schon. Ich hab einem Freund von meinem Vater einen Wein geschenkt, weil er ganz viel für mich getan hat. Ich bin dann schon in den Weinladen gegangen, aber ich war mir jetzt nicht so sicher, ob das irgendwie reicht, weil der. Ich glaube, der hat mich zum Armblatt gebracht tatsächlich. Ja, aber was heißt denn reicht? Die Frage ist ja, ob du jemanden, einem kundigen Weinkenner, ob du dem ein Weinbuch von Aldi schenkst. Ja, okay. Ich glaube, die Antwort ist. Nein. Ich sag mal, einer der ein kenianischer Marathonläufer, dem schenkst du doch auch nicht ein paar Turnschuhe von Aldi zum Geburtstag. Machst du doch nicht. Weil du da sieht man mal, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sie wissen, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Wir reden hier, unser kundiger Kenner vergleicht sich selber mit einem kenianischen Marathonläufer, die zu den besten Athleten dieser Welt gehören. Aber so ist es auch. Übrigens, ganz interessant, auf den ersten Podcast hat sich tatsächlich Rashan Julie, ich kann den Namen, Rashan, früherer Sommelier des Jahres in Deutschland, hat gesagt, Leute, ich bin in Hamburg. Egal, was ihr macht, ich komme. Ach, wie da? Und super. Also, wie geil, würdest du sagen. Wie toll. Nice. Bring him on. Bring him on. Okay, und er kommt. Er kommt. Wir müssen irgendwie einen Termin, irgendwie im Oktober, hat er gesagt, ist er hier. Echt? Und das ist wirklich auch, wir haben, glaube ich, neulich schon über ihn gesprochen, das ist so jemand, du machst die Flasche auf und der hat auch wirklich eine große Nase. Also, der hat wirklich eine große, im übertragenen Sinne hat auch eine große Nase. Ja. Und der sagt dir, der muss gar nicht schmecken. Ich glaube, der schmeckt es gar nicht mehr. Echt? Ja. Und vielleicht bringt er einen guten mit, aber dieser ist wirklich hier jetzt. Ich würde dazu gerne mal so eine Blindverkostung machen und dann echt mal sehen, ob die Leute das echt erkennen. Also welche Leute jetzt? Naja, ich meine, wenn du jetzt so einen billigen Wein irgendwie in so ein teures Ding und so weiter. Ja, weißt ich du? Glaube, aber ehrlich gesagt haben wir uns doch, wir werden sehr gleich, wir müssen gleich uns entscheiden. Mhm. Wir sind gut in der Zeit, na geht. Mhm. Wir müssen uns entscheiden, welchen Wein wir vom meinen nehmen, aber es war doch beim ersten Podcast klar. Ich meine, ich hatte dann den billigsten Wein. Und der kundige Kenner, unser kenianischer Marathonläufer,
hat das ja gleich, Stichwort, könnt ihr auch diese Himbeerbrause? Also das war ja schon so. Also der ganz großes Kino. Jetzt pass auf, jetzt die Frage. Ich hab zwei Weine, die ich geschenkt gekriegt habe. Mhm. Die Frage ist, ich glaube, wir sollten doch nochmal, dass wir jetzt eine Range noch mit Weißwein machen. Mhm. Haben wir jetzt zwei Folgen mit Weißwein? Ich hab noch Weißwein. Dann machen wir einen Weißwein. Axel. In den Kühlschrank erklären, wo dein Wein steht, echt? Ja, also es ist ganz interessant, weil das ist ein Wein, ein Riesling Spätlese. Mhm. 2050, ich erkläre dir die Geschichte dazu, in dem Kühlschrank, liegt so schräg. Okay. Spätlese 2015. Ja, kannst du ja nicht verfehlen. Ist ja schon auf? Farbkronen oder irgendwas? Hätte ich den früher aufmachen müssen? Keine Ahnung. Nee, aber hast du das Werkzeug dazu? Ja. Ist mit Schraubverschluss. Okay, ja, perfekt. Ja, super. Wenn ich dann einfach mal kurz gucken könnte. Das ist ja irgendwie ganz... Schau mal, aber nicht wieder das Maul um mich zu reißen. Nein, das tun. Niemals. Das ist ja Quatsch. Alter, echt lecker. Jetzt ist doch gut, ich weiß nicht, wie machen wir das denn, wenn hier Gäste kommen, müssen die... Aus Axel vielleicht mal raus. Dann Axel gehört dazu. Da wären wir endlich mal vier Flaschen. Das wäre leicht zu vermarkten. Aber interessant, wie viele Leute sich da jetzt auf den ersten... ich habe es auch jedem erzählt. Ich habe gesagt, das ist irgendwie so... Ich glaube, das ist das, die Weinwelt ist eigentlich extrem bunt und vielfältig. Und deswegen finde ich es wahnsinnig spannend, wenn es uns gelingt, jetzt in den paar Minuten, die nun relativ viele sind, diese Leidenschaft übers Ohr zu transportieren. Das ist schon. Dir gelingt es. Nein, uns. Wir trinken es ja nur aus, aber es ist schon. Das ist schon sehr gut, dieser Wein. Family Wines ist einfach nur so wie Familienunternehmen. Ne? Das ist einfach eine Familie. Winzer sind doch immer Familien, oder? Nein, hast du mal Weine von dem Günther Jauch ein? Günther Jauch können wir einladen. Mhm. Günther Jauch ist da auch super Winzer. Super sympathisch, auch seine Frau. Ganz hast du ihn mal kennengelernt? Ja, war schon besuchen. Steht auch selber am Stand, schenkt die Weine aus. Und wie sind die Weine von Günther Jauch? Sehr gut, sie sind sehr gut, ja? Wirklich. Ich meine, er macht eine Aldi-Kollektion. Ja. Macht er, ja. Wieso muss er jedes Mal auf diese Aldi-Geschichte? Wir wissen jetzt, wo er einkauft. Ja. Aber er muss nicht jedes Mal sagen, sind die... Ja, das ist schön, dass du wieder da bist. So? Ja. Ja, perfekt. Also pass auf, jetzt will ich euch erzählen, es ist ganz oft so, ihr merkt ja schon, dass ich eine sehr, sehr große Erfahrung als Moderator habe. Und ich moderiere relativ viel und... meistens sage ich immer, ich möchte eigentlich nichts dafür haben oder für einen wohltätigen Zweck oder so. Und ganz oft kriege ich Wein. So, und da frage ich mich, und das ist jetzt so ein Wein, den habe ich, glaube ich, oh, der ist so, oh Gott, ist der gelb. Wow. Holla die Walter, denkt man irgendwie. Holla die einzige. Oh, ja, wenn du das im Krankenhaus irgendwo hinstellst, sagt einer, kennst du den Wein? Ich habe da eine, wirklich ein, ich sag mal, wie es ist. Ich glaube, das habe ich gekriegt, einen Vortrag vor fast 800 Leuten. Ja. Erzähl weiter. Das war's. Aber der ist ja unfassbar gelb. Also, es ist aus der Region Nahe. Ja, schon mal gut. Das war ja auch ein Wein. Karl Schmidt ist der Winzer. Bretzenheimer Hofgut heißt dieser Riesling Spätlese trocken aus dem Jahr 2015. Aber es ist kein Lagenwein. Bretzenheimer Hofgut, denke ich. Vielleicht heißt die Lage Bretzenheimer Hofgut, aber das Hofgut würde mich jetzt irritieren. Hast du davon jemals schon mal gehört? Nein. Was schätzt du, was der Wein kostet? Ich überlege mal, wenn du für 800 Leute moderierst. Giovanni Di Lorenzo hat ja wahrscheinlich 5000 Euro gekriegt. Ich kriege so einen. Genau, der hat so. Und es ist ja so, das ist ja. Also deshalb, ich muss jetzt. Ich bringe nach und nach, mache ich den Keller leer. Ja, genau. Rudis Resterampe sollte der Podcast heißen. Aber würdest du sagen, also glaubst du, dass das ein guter Wein ist, der dir schmecken könnte? Würde ich jetzt vom Äußeren jett nicht ansprechen. Nee, das Äußere ist schon mal... Aber ich hast du schon mal in die Kamera gehalten? Ja, habe ich schon. Ja. Hast du schon? Okay. Aber vom Äußeren her, also das, was du jetzt sozusagen kognitiv wahrgenommen hast, also was es ist oder wie die Flasche aussieht? Na, würde ich einfach sagen, von der gesamten Ausstattung und dann... Es ist auch schon eine billige Flasche, oder? Die Flasche hat so einen hellgrünen Schimmer. Guck mal, die anderen sind alle, das sind alles im Altglascontainer, würde ich sagen, braun. Mhm. Ja. Und das andere ist so eine grüne und ich weiß jetzt auch, warum. Heller, ja. Warum? Weil ich sehe jetzt... wie das im Glas aussieht. Das sieht im Glas nicht schön aus. Da hilft es auch kein Schwenken. Also ich habe gedacht, Mann, 2015, was heißt das? Je älter der Wein, desto besser hat, muss nicht. Die Nase war schon drin. Soll ich schon mal wegschütten? Nein. Nein. Ich finde, das hast du dir für deine Moderationstätigkeiten echt verdient, dass du diese Flasche alleine heute austrinkst.
Das solltest du schon machen. Nein, es wir ist, trinken vielleicht nachher von dem Beaumont nochmal. Ja, ja, wunderbar. Also es ist ja natürlich jetzt... Ein Riesling. Es ist ein Riesling, genau. Eine Spätlese trocken. Also würde man heutzutage... Würde es das so nicht jetzt mehr ja nicht mehr geben. Ne? Also es warum gibt ja nicht? Eine, ja, es gibt ja nach, geht ja nach der Herkunft. Also ist es ein Ortswein oder ist es ein Lagenwein oder ist es ein großes Gewächs innerhalb einer Lage, die absolute Top-Qualität. Das ist ja jetzt eine Prädikatsbezeichnung, Spätlese. Also früher gab es das ja, QBA, Kabinett, Spätlese, ja, okay. Auslese. Früher heißt es aber auch 2015, ja, da gab es das also noch. Der VDP in Deutschland, federführend und jetzt... Was ist VDP? Verband Deutscher Prädikatsweingüter, okay. Das ist ein Verband, der sich geschlossen hat, der die besten, vermeintlich besten Winzer Deutschlands vertritt und versucht, deren Interessen gemeinsam eben ja, zu vertreten. Und dort gibt es das eigentlich nicht mehr. Also die VDP-Winzer, die hätten hier dann noch einen Adler drauf am Flaschenhals, die würden eigentlich keine Spätlese trocken produzieren. Das gibt warum es eigentlich nicht? Mehr. Weil, na, weil sie sagen, wir verschreiben uns komplett nach den Lagen. Also für uns ist viel wichtiger, ob der Wein jetzt so viel Zucker hat oder diese... Das gibt's doch nicht, dass jedes Mal dieses Lied zum Ende kommt. Oh, ich glaube, du machst es mit Absicht. Wir haben den Wein noch nicht mal probiert, aber das könnte unser Untergang sein. Aber also Spätlese heißt, dass das spät... Ist es so schlimm? Nein. Doch. Spätlese heißt, dass das spät im Jahr geerntet wurde? Oder? Nein, das ist ja die zum spätesten Zeitpunkt der Lese. Ja. Okay, also es gibt ja nur keine Frühlese, ja. Aber es gibt zum Beispiel eine Vorlese, tatsächlich als okay. Begrifflichkeit, indem du einfach sagst, dass ich das erste Mal in den Weinberg und lese etwas runter, dass ich eben eine einfache Qualität mache, obwohl es aus einer Lage kommt oder aus einer vermeintlich sogar großen Gewächslage, um einfach dann dem Weinberg nochmal die Möglichkeit zu geben, die restliche Energie und die Sonne und so weiter auf nun weniger Trauben zu reduzieren und dann lasse ich den Rest nochmal 2 Wochen, 3 Wochen hängen. Und dann habe ich also die beste Qualität aus dem Weinstock geholt, die möglich ist. Dann würde man doch eigentlich denken, je später man erntet, desto besser wird er. Ja, also zumindest die Traube hat ja eine Größe, Summe X. Ja? Und je länger die Sonne drauf scheint, umso weniger Wasser ist drin. Aber der Zucker da ist ja gleich. Ja. Das heißt, umso intensiver wird das. Aber okay. Dann kann es ja auch sein, dass es dann eine Woche regnet. Ja. Und dann platzt das alles auf. Das Fragil wird dann schimmelig. Okay. Ja? Weißt du, was das, glaube ich, das Problem hast ist? Hast du schon reingehockt? Nee, ernsthaft, nach. Das ist der zweite Podcast. Früher hätte ich diesen Wein mit Genuss getrunken. Heute weiß ich, dass. Ich muss ihn nicht trinken. Er ist nichts. Es ja, ist, ja, du bist nicht zu schnell mit deinen Urteilen. Aber der riecht sehr süß, ne? Also, ja, mit Spätlese. Aber da steht trocken drauf, glaube ich. Ja, ja. Aber ist das so, dass das je später, desto süßer? Oder? Na, die Trauben haben auf jeden Fall mehr Zucker drin. Aber was du jetzt riechst, in erster Linie, versucht euch das mal einzuprägen, riechst du eine Edelfäule, eine Botrytis. Bitte wer? Hey, Botrytis, du riechst aber heute Botrytis. Klingt nach so einer ansteckenden Krankheit. Das sind überreifes Traubenmaterial. Einfach, es schwenkt dann irgendwann von der Reife. Ja. So riecht es. Ja. Aber kann das sein, dass der irgendwann 2015 ganz okay war und dann jetzt mit den Jahren einfach das entwickelt hat? Also das hat er schon immer gehabt. Okay. Ja, und hat auch einen Schrauber, also kann sich nicht groß verändert haben, hat es eher noch eher konserviert, also im Kork wäre es noch viel reifer. Konnte man es schon an dem, das ist ja lustig, man sah die Farbe und dachte, der ist nichts. Hat nicht primär was mit der Farbe zu tun. Aber die Nase. Es riecht nach, also ich finde, es riecht künstlich. Es hat viel so. Oh, du hast es wirklich. Du hast es. Dieser Wiener ist erstmal hingeguckt. Ja. Ey, ich zitiere unseren Kundinkenner. Jeder Winzer hat sein Bestes gegeben. Aber ich glaube, man sieht also, dass ich es immer noch mal toppen kann. Auch nach unten, oder? Nein, ich finde, was schon passiert ist, dass dann, obwohl ich ihn nicht kenne, dein Schwager in der Gunst jetzt gestiegen ist. Weil ich finde, das, was du letztes Mal mit hattest, war irgendwie schon, fand ich, besser. Was es ist... Ist gut, nee. Sagen. Nein. Nee. Ja. Nee. Es ist so, wenn wir Wein bewerten und das ist dann wir nennen das verwoben. Also, neblig. Ja? Es ist nicht klar. Genau. Weißt du, was ich... Bevor du... Das ist jetzt doof, dass du... Ich wollte sagen... Ich rede zu viel. Ich wollte sagen, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Es ist nichts, oder? Axel, glaube ich, egal. Nee, aber ich. Hauptsache es knallt. Ja, genau. Das stimmt. Aber ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Mhm. Also.
aber nee, er schmeckt am Anfang anders als am Ende, er kann sich nicht entscheiden. Also es ist ja irgendwie so, also man hätte es schon am Etikett erkennen können. Nicht. Also ich trinke manchmal Weine, wo ich dann denke, ach wie schade, dass das Etikett nicht besser ist, weil der Wein eigentlich das verdienen würde, weil es immer viele Menschen gibt, die das ja, aus ästhetischen Gründen auch nach dem Äußeren. Was machst du jetzt, wenn du machst so einen Wein auf? Hm. Hast ihn, ich meine, ich habe ihn geschenkt gekriegt. Aber du weißt ja nur, ich weiß jede Flasche, von wem ich die geschenkt bekommen habe. Ja, ich weiß auch, ja, aber ich sag's jetzt nicht. Nee, natürlich nicht. Ich sag's jetzt nicht. Du hast das denn gehalten, den Vortrag? Vielleicht hilft dir das nicht. Ich weiß es. Das war eine große. Das ist ja immer, deshalb komme ich ja auf das Thema, was verschenkt man eigentlich? Ich glaube, man verschenkt Weine, die man selber nicht trinkt. Sagen wir, also wenn man böse ist, verschenkt man Weine, die man selber nicht trinkt. Nein, ich finde man... Du nicht, aber... Na, wenn ich jemandem was schenke, will ich doch eine Freude machen. Ja, aber ja, offensichtlich, und ja. Das ist ja nun die das geschenkt haben, die haben es gar nicht böse gemeint. Du hast wahrscheinlich einen super Job gemacht und gesagt, wir wollen eine Freude machen, aber dann würde... Ja, die haben den Wein gekauft, bevor ich den Moderation gemacht habe. Ja. Oder den Vortrag da gehalten habe, genau. Wie viele Kisten hast du bekommen? Diese eine Flasche. Das ist schon mal die gute Nachricht. Echt? Findest du den so ja, schlecht? Nee, oh, ich finde es schon echt schwierig. Okay. Weil er hat schon noch eine Frische auch, er hat eine Säure. In sich ist es, finde ich, nicht sehr stimmig. Ja. Mich turnt das schon ab. Ich finde, es ist sehr, sehr überreif. Diese viele Wachauer Winzer wollen das ja. Du hast, ich habe sehr viel Papaya, so eine ganz reife Papaya, die du eigentlich vergessen hast, zum Beispiel zu essen. Ja, Papaya ist ja nicht so super intensiv. Ich stell mir so eine Papaya auf so einem Sonderangebotstisch bei Aldi vor. Also wenn ich rieche, dann rieche ich das, würde ich sagen, auch. Aber wenn ich den trinke, dann schmecke ich das nicht. Aber so. Das geht mir auch das so. Ich finde, er riecht, also ich finde, er riecht schlechter. Er riecht schlechter, als er schmeckt. Ja. Und das will schon was heißen. Ja. Also wie gesagt, es tut mir so leid. Ich wollte euch ja eigentlich, wisst ihr was, Leute? Eigentlich hatte ich vor, mir ein großes Gewächs zu kaufen. Aber da habe ich gedacht, nee, es muss ja am Ende was sein. Na, aber du gehst in einen Weinladen und sagst dann, wie viel Geld muss ich ausgeben, um ein aus ihrer Sicht gutes, großes Gewächs zu kaufen? Dann sagt der 40 Euro. Und dann sagst du, ist mir zu teuer oder nicht? Und dann lässt du dich beraten und fertig. Aber man lernt doch daraus, dass es... Ja, aber was macht denn der Beschenkte? Der Beschenkte nimmt das... Ich schenke mir nochmal einen Schluck von dem ein, um ihn zu testen. Na, du trinkst mal deinen eigenen Wein, bitte. Nein. Ja, der Beschenkte, da gibt es doch bei Google ein und will aber wissen... Also, ach so. Was kostet das? Das machst du? Du gibst es bei Google ein? Also ich weiß es natürlich meistens schon. Ja. Ich gebe es bei Google ein. Das machen die Menschen. Die Menschen machen das, erzähl mir das nicht. Das ist so. Die schauen, was kostet der. Also was kostet das? Nein, wenn ich eine Weinempfehlung mache, dann machen das die Leute. Machen Copy-Paste und schauen, aha, der Kunde bietet uns das an für 15,90. Hier sehe ich aber, Kollege Belvini hat das aber für 13,90. Karl Schmidt. Oder für 17,90. Ja, kann es ja auch geben. Und dann machen wir. Aber wenn du mir das jetzt geschenkt hättest, also wenn du mir jetzt einen Wein schenken würdest, würde ich denken so, wow, ja, also ich meine, das wenn ist Michael dir einen Wein schenken würde, ja, klar. Genau, schmeckt dir automatisch besser, weil ich ihn dir geschenkt habe. Ja, genau. Das ist schon mal cool für mich. Genau, aber und ich fände den jetzt keine Katastrophe. Ja, aber das ist doch ein gutes Geschenk. Doch gut, dann kannst du, weißt du was, und ganz ehrlich, kann ich ihn jetzt gleich mitnehmen. Du kannst ihn mit nach Hause nehmen. Ja. Also wir machen und der mal wird ja seine Weine auch verkaufen und wird davon leben können. Ist doch, aber was mich nochmal interessieren würde, du hast gesagt, das Etikett ist hässlich. Also, aber guck mal, er findet das. Google findet das, Leute. Im Grunde genommen kann man doch sehr leicht ein gutes Etikett machen. Ja, also, aber was ist ein gutes Etikett? Weingut Karl Schmidt. Habe ich hässlich Weinschmecker gesagt? Kommt hier. Ja. Ja, Weinschmecker. Naja, also ich finde schon, dass du die Flasche, haben wir siehst du schon, hier haben wir ihn, genau, pass Flasche auf. Relativ leicht ist und auch relativ hell und Farbe. Mhm. 3,8 Punkte von 5. Dieser Wein ist auf Vivino leider nicht verfügbar. Also, wie viele Punkte der bekommen hat von irgendwelchen Leuten, die das Pumpe. Wenn du ihn nicht magst, hilft dir die Punkte nichts. Und wenn du ihn magst, nimmt sie eher deine Trinkfreude oder die Vorfreude drauf. Und du denkst so, das kann ja gar nichts Ordentliches sein. Es ist einfach ein Gefühl, ich habe so viele Flaschenetiketten schon gesehen. Auch viele Flaschen, wo ich gesagt habe, das Etikett ist grausam, der Wein ist wirklich gut. Dann verkaufe ich das. Ja, 4,70 Euro, Leute. Aber muss die haben, ganz ehrlich, die haben mir für einen Vortrag vor 800 Leuten ein Wein für 4,70 Euro. Die Versandkosten betragen 6,50 Euro je Karton. Die haben mir einen Wein für 4,70 Euro geschenkt. Wow. Also ich hätte mich jetzt überrascht, wenn du gesagt hättest, der kostet 20, jetzt ehrlich. Ja, natürlich, aber also 4,70 Euro. 4,70 Euro, ja. Also dafür ist er ganz cool, finde ich.
Can you feel, can you feel the love tonight? Ja. Aber das ist für mich nochmal wichtig zu sagen. Das war mir nicht klar. Weil ich, wenn ich irgendwo hingehe und dann sagst du mir immer, oh Gott, wir müssen irgendwas mitnehmen, nimmst du irgendeinen Wein mit. Und eigentlich ist es natürlich Quatsch, dass du dann, man verschenkt, ich verschenke auch Weine weiter. Ich hätte, wenn jetzt dieser Podcast nicht gekommen wäre, hätte ich diesen Wein zum 10. Hochzeitstag von Tina und Volker mitgenommen. Gute Freunde. Und ich glaube, das wären dann die längste Zeit gute Freunde gewesen. Die würden sich scheiden lassen danach, weil sie sagen, der Wein hat uns auseinander. Und aber du hast recht, man kann es schon sehen anhand des... Man kann es ja ahnen. Ich finde, man muss es schon... Die Flasche, die Flasche ist auch keine Schlängelflasche. Das ist eine... Das ist wurscht, die Flasche. Aber die Flasche sieht... Weißt du, wie die Flasche sieht doch aus wie so eine Flasche von so einem Franz Brandwein. Hat was Medizinisches. Wobei, nun würde man gar nicht sagen, wenn die nicht so schwer ist, dann sagen viele ja CO2-Bilanz und wenn die Flasche zu schwer ist, auch nicht gut und so weiter. Aber es ist einfach ein Gesamteindruck erstmal, dass das wahrscheinlich ein traditionelles Weingut ist. Dass der macht das, der findet damit sein Auslangen. Die Leute, die dorthin kommen, denen schmeckt das, die trinken das, auch eine zweite Flasche und fertig. Ja, aber trotzdem, das sagst, ich bin so geplättet, 4,70 Euro. Hm. Giovanni Di Lorenzo hätte 5.000 Euro gekriegt. Das tut mir leid. Vielleicht laden wir den mal ein mit den Weinen, die er Giovanni Di Lorenzo wäre gut, wenn wir den mal einladen. Oha, das wäre schön. Gibt es von euch, jetzt müssen wir mal sagen, wir steuern auf die dritte Folge zu. Noch nicht, oder? Wollen wir schon einen einladen? Nee, ich weiß nicht, noch nicht. Was meint ihr? Ist euch schon lang, also mir ist es mit euch langweilig. Du spielst diesmal mehr als letztes Mal. Also wir haben noch keinen Rotwein. Ich will irgendwas mit Rotwein machen. Was sagt dein Gefühl? Alleine erstmal noch. Ja. Oh, bei Rotwein, da könnte ich einen mitbringen. Nein, machen wir nicht. Ich würde nächstes Mal einen Rotwein mitbringen, den ich geschenkt gekriegt habe. Der liegt hier schon in unserem Podcast-Studio. Wir können also schnell einen Termin machen. Und du bringst auch einen Rotwein mit und zwei weiße, zwei, oder? Sag's mir, ich kann einen Süßwein mitbringen. Ein Süßwein ist gut. Ein Süßwein, ein Rotwein. Und zwei weiße. Oder ein Schaumwein. Can you feel the love tonight? Was ist denn vom Preis? Mich würde es interessieren. Ist das jetzt, also ich, für mich ist es gar nicht so einfach. Sei jetzt mal ehrlich, so wahnsinnig viele Weine haben wir jetzt nicht im Sortiment für 12 Euro oder für 10 Euro. Die meisten sind einfach schon um die 20, 25. Jetzt wollte ich aber euch nicht da, oder dich vor allem nicht vor den Kopf stoßen. Was sagt der lustige Liebhaber? Ja. Ist wurscht. 40, nein. Ist spannend, oder? Man muss immer so eine Mischung machen. Aber wir wollen ja auch mit diesem Podcast die Leute nicht erziehen, ist natürlich Quatsch, aber zu sagen, guck mal Leute, lieber, was hat ein kluger Weinkenner gesagt? Lieber ein Wein für 10 Euro als 4 für 2,50. Ja. Lieber Bierkrieger. Ich habe vorhin verstanden, 4 für 12,50. Und das deshalb, okay. Ja. Ich dachte so, okay. Nicht studiert, ne? Einfacher Charakter. Naja, fertig. So. Wir kommen. Es ist so irre, wir kommen zum Ende. Echt? Kann ich noch einen Schluck haben? Ernsthaft jetzt? Nee, ich würde sagen, also ganz ehrlich, Axel, ich möchte dir auch. Oh Gott, da war Beaumont, weil Beaumont. Ich möchte dir auch im Namen von Michael. Ehrlich? möchte ich dir den 2015er Brezenheimer Hofgut Riesling. Ja. Schenken. Ach, das ist so lieb. Ja. Danke, Lars. Ich persönlich würde, weil es ja sonst schwierig ist, ich würde den Beaumont mit nach Hause nehmen. Und so, nein, also ich habe noch einen Schluck eingeschenkt. Es war wieder großartig. Ich habe für euch noch etwas. Ein Lied noch zum Abschluss. Ich glaube, Lars hat mehr getrunken als ich diesmal. Kennt ihr, ne? Auch Auftraggeber, die deine Arbeit mehr schätzen. Ja, das wird sich zeigen, weil das Interessante ist ja, dass du tatsächlich bei vielen Sachen immer dann am Ende eine Flasche Wein kriegst. Hm. Und das muss man nochmal klären, wo man denkt, und ich lasse immer schon sagen, ich lasse immer schon von meiner entzückenden ist kann man machen, muss man nicht. Da kommen die Fehltöne noch stärker raus. Ich lasse von meiner entzückenden Assistentin immer sagen, der Herr Heider mag keine Rotweine. Der Herr Heider mag Riesling. Das ist ja auch hier eingetroffen, aber es ist für mich wirklich ist ein Schock. Ein Riesling für 4,70, Karton für 6,50. Also nein, also die, im Karton extra wahrscheinlich, aber es lässt mich nochmal überdenken, ich glaube, ich verschenke keine
Weine einfach mehr so. Weil dieses Weiterverschenken ist ja ein totales Risiko. Man denkt, Mensch, das ist hier für 800 Leuten Vortrag gehalten. Verschenke ich weiter an Tina und Volker. Und werde dann nie wieder eingeladen. Also meine Frau gibt einen riesen Einlauf. Weil sie sagt, die konnten es nicht besser wissen, die haben dir das gegeben, sei doch freudig und so weiter. Und ich sage dann immer nein, weil ich finde, das ist ja ein Teil des Geschenks, dass sich jemand darüber Gedanken macht. Im Idealfall schenke ich dir ich schenke euch eine Flasche Wein und wir sehen uns irgendwann und ihr sagt, du übrigens, wir haben diesen Wein getrunken. Gott, das war fantastisch. Ja. Und nicht jetzt, oh, haben wir den Wein die hat aber 50 Euro gekostet, die Mitarbeiter. Das ist wurscht, sondern einfach, das war wirklich gut, weil ich überlege und sage, ihr seid solche Typen, die eher, weiß ich, kräftige Rotweine oder ihr habt euch einen Kamin gekauft, ihr wollt einen fetten, opulenten Rotwein trinken und fällt danach leidenschaftlich übereinander her und dann sagst du, der Wein war ja viel besser noch, als ich gedacht habe. Und das wünsche ich mir, wenn ich jemand was schenke. Und nicht jetzt zu sagen, du, wir haben deinen Wein auch wieder weiter verschenkt, vielleicht. Ja. Ihr Lieben, ja. Wir können zum Ende kommen. Interessant, du schenkst dir den einen noch? Du weißt du was, ehrlicherweise. Schenkst dir den Weißburgunder? Ja. Ja. Du schenkst dir nicht. Ich habe einen ganz kleinen Stock, weil ich kann noch stehen. Ich hab gestern mit dem Winzer zusammengesessen, wir haben mit den Mitgliedern eine Verkostung gehabt auch und ich habe das viel probiert und es gibt auch so wenig. Ja. Und wir haben für uns schon das gesichert, das sollt ihr eure Freude haben. Ich habe das zum Spargel gemacht diesen Sommer, den Weißburgunder von Malert und es hat mir total viel Freude gemacht. Und ich kenne den Wein seit vielen Jahren und ich finde 18 ist der beste Jahr. Aber ist das du hast ja so viel Wein getrunken. Ist das immer noch so, dass du wirklich so einen Spaß am Wein hast? Offensichtlich. Ja, ich meine, nicht an vielen, gibt das so Ausnahmen, aber ja, ich sage jetzt nichts. Total. Und es ist auch so spannend, weil es riecht jetzt bestimmt anders wie vor einer halben Stunde. Und das ist doch cool, dass das so ist. Was gibt's das? Die Cola schmeckt doch immer gleich. Das Bier schmeckt doch immer. Das ist gut. Ich trinke zum Beispiel mit Beginn des Podcasts habe ich als passionierter Cola-Trinker aufgehört, Cola zu trinken. Aber was hast du jetzt in deiner Kaffeetasse? Ich trinke jetzt Tee. Tee, okay. Aber trinkst du eigentlich auch mal richtig aus? Nee. Du spuckst immer. Nee, zu Hause immer. Nein, ich trinke auch aus, aber es ist schon noch tagsüber und ich muss ja gleich nochmal zur Arbeit. Ich bin ja. Wer nicht? Ja. Ja, falscher Arbeitgeber. Wobei ich mein eigener Chef, aber. Aber bist du dann abends immer noch lange da oder ist das immer? Doch, durchaus, ja. Also ja? Schon oft genug auch bis Mitternacht oder so. Okay. Und natürlich wird abends viel mehr Wein getrunken als tagsüber. Ja. Und dann ist mein Rat oft gefragt. Okay. Zum Glück. Gut. Ja. Was wir machen können, es gibt auch einen Musiker, der spielt sehr gut Saxophon und kann sehr gut singen. Der hat gesagt, er würde gerne mal kommen und würde Saxophon spielen, während wir hier Wein trinken. Das wäre der Hammer. Ja, dann würde Saxophon spielen. Wer ist das? Das sag ich nicht. Der könnte aber auch sehr gut, also guter Musiker, und der könnte Saxophon spielen und Gitarre und der kann auch sehr gut Can't Help Falling in Love von Elvis singen. Ja. Wise men say. Kennt ihr? Noch besser als du. Only fools. Ich habe das mal in der Elbphilharmonie gehört, das war fantastisch. But I can help. Was sagt man, wenn man anstößt? Das müssen wir noch einmal kurz machen. Ganz zum Schluss wirklich. Oh, wir sind weit über der Zeit. Ja. Wie stößt man an? Stillhalten. Stillhalten. Ja, und dann? Klang geben. Und dann? Genau. Unten? Schaut man sich an. Nein, man stößt oben an natürlich. Oben? Ja, na, wo die ganzen Bazillen sind und Viren? Na klar. Stoßt an, da. Schaut sich in die Augen, freut sich des Lebens. Auf euch. Aber was sagt man? Irgendwie Santé oder? Santé ist so angeberisch, oder? Prost ist aber peinlich, oder? Santé ist wirklich so, Santé. Und dann ist Santé sind auch die sagen, hat sehr viel Säure. Der Österreicher würde sagen, hau weg die Scheiße. Stimmt natürlich nicht. Okay. So sagt der Deutsche, wir sagen, für die gute Lache, also. Was sagt man zum Wohl? Wir sagen auch sehr gern Stößchen. Stößchen, oder? aber nur mit Prosecco, ja, oder? Zum Wohl auf uns, auf das Leben. Auf das Leben mag ich immer. Ich mag anstoßen und sagen auf das Leben. Oh, sehr gut. Auf das Leben. Auf das Leben.